Willkommen zu einem weiteren Tutorial in der Tutorial-Serie CAD 2D technische Zeichnungen erstellen, speziell für das Bauwesen. Und in diesem Tutorial möchte ich zeigen, wie man sich im AutoCAD so eine Projektvorlage machen kann für das Endprojekt. Wir erinnern uns, wir haben ja im AutoCAD, oder besser gesagt, wir haben ein Endprojekt, wo man hier diese Zeichnung nachstellen sollen, allerdings individuell. Also jeder hat da nochmal eigene Maße, die er dann entsprechend anpassen muss. Und die Idee ist natürlich, dass man sich vielleicht diese Zeichnung ins AutoCAD reinholt, drunter legt und dann, soweit es geht, das als Vorlage nutzen kann. Wie gesagt, die Maße sind noch individuell ein bisschen anzupassen, aber größtenteils kann man das durchaus auch als Vorlage anwenden oder für diejenigen, die jetzt ein Projekt haben, wo man direkt abzeichnen kann, ja, von einem Bestandsgebäude, kann man natürlich diesen Vorgehensweise noch eher verwenden, ja, wenn es darum geht, wirklich das komplett abzuzeichnen. Was die Vorlagen angeht, gibt es im Prinzip drei verschiedene Arten von Vorlagen. Ja, die einfachste Geschichte ist immer, man hat das Ganze schon als Vektorgrafik vorhanden, eine andere AutoCAD-Datei, wobei man sich dann fragen muss, wenn es eh schon vorhanden ist im AutoCAD-Format, warum soll ich dann nochmal in AutoCAD zeichnen? Aber gut, das könnte aber auch aufbereitet werden und so weiter. Also eine andere Vektorgrafik wäre im Prinzip das Idealste, ja, wobei man dann wahrscheinlich drüber zeichnen muss, vielleicht nur abändern muss, aber es ist dann je nachdem von der Datenlage abhängig. Das andere wäre dann eine PDF-Datei. In der PDF-Datei kann jedoch eine Pixelgrafik drin sein oder eine Vektorgrafik. Der Vorteil von Vektorgrafiken ist, dass man dort konkret Punkte fangen kann. Ja, das sind ja auch Linien, beziehungsweise Koordinaten und Kreis und so weiter. Alles, was wir in AutoCAD auch haben, ist in der Vektorgrafik im Prinzip auch vorhanden und die kann man dann bedingt auch abgreifen. Bei Pixelgrafiken ist es so, da haben wir im Prinzip keine Vektorelemente, sondern nur noch Rasterpunkte und die lassen sich jetzt ohne Zusatzprogramm nicht mehr so ohne weiteres einfangen. Ja, also wir gehen mal davon aus, dass wir kein Zusatzprogramm haben. Das heißt, diese Punkte kann man dann nur noch nach Augenmaß einfangen. Also es ist wichtig, das zu unterscheiden. Und in der PDF-Datei muss man halt schauen, ist die jetzt aus einer Rastergrafik erstellt worden oder aus einer Vektorgrafik. Ja, also wenn sie aus einer Vektorgrafik erstellt wurde, da hat man auch in der Regel auch gewisse Vorteile der Vektorgrafik, wobei ich dann empfehlen würde, dass sie sich dann auch die Vektorgrafiken original möglich kommen lassen sollten. Ja, und vielleicht können sie die direkt einlesen ins AutoCAD als Unterlage, dann ist man in der Regel immer noch ein bisschen besser dran, als wenn das eine PDF wäre, weil es quasi ein Zwischenformat ist. Ja, und wenn natürlich die PDF-Datei aus einer Rastergrafik erstellt wurde, dann ja, da kann man im Prinzip mit ihr nicht viel machen nicht viel mehr machen als mit der Rastergrafik im Original auch. Also da kann man theoretisch auch auf die Originaldatei verzichten. In unserem Fall ist es so, dass das Ganze hier als Rastergrafik vorliegt. Ja, das heißt, Sie können diese Datei sich durchaus auch ins AutoCAD reinholen, drunter legen und als Vorlage verwenden, soweit wie das halt möglich ist. Allerdings können Sie da jetzt keine Punkte groß einfangen und so weiter. Ja, Sie können auch keine Ebenen ausschalten etc., ja, um halt irgendwelche Sachen unsichtbar zu schalten. Also mit Rastergrafiken können Sie in der Regel am wenigsten machen. Zu Lehrzwecken ist es hier so, wir wollen das Projekt jetzt nicht zu einfach machen, deswegen haben wir ganz bewusst Ihnen eine Rastergrafik gegeben, damit Sie auch noch möglichst viel selber zeichnen müssen. In der Praxis ist es eher so, dass man niemals von einem höheren Datenformat ohne Not in den niederes runter speichert. Das heißt, wenn Sie das eh schon digital haben, ja, zum Beispiel als 3D-Modell oder aus einem anderen Vektorgrafikmodell, würde man das niemals in der Rastergrafik ausgeben, um es von dort aus dann weiter zu bearbeiten. Ja, das wäre absolut unklug. Ja, allerdings gibt es durchaus Anwendungsfälle, wo Rastergrafiken vorkommen können. Ja, und das ist nämlich dann, wenn Sie irgendwelche Bestandspläne einscannen. Ja, also in dem Fall haben Sie dann keine andere Wahl, als mit diesen Rastergrafiken zu arbeiten. Ja, und das kommt natürlich relativ häufig vor. Ja, wir arbeiten ja in der Praxis doch auch sehr, sehr viel im Bestand. Und da macht es natürlich Sinn, sich das möglichst einzuscannen, die Bestandspläne, die dann drunter zu legen und dann darauf dann rüber zu zeichnen. Aufpassen bei Bestandsplänen, immer nochmal kontrollieren, ob die Maße überhaupt stimmen. Ja, das ist dann immer das Problem. Aber darum soll es ja nicht gehen. Ja, aber ansonsten sollte man nicht, wie wir das hier gemacht haben, allerdings nur für Lehrzwecke, weil diese Datei, dieses Bild, was Sie hier sehen, wurde ursprünglich natürlich im CAD gezeichnet, meines Wissens sogar im 3D.
und dann nur runtergerechnet. Aber das ist quasi nur für Lehrzwecke gemacht worden. In der Praxis würde ich so einen Workflow niemals empfehlen. Ja, immer mit den besseren Datenmodellen arbeiten. Das erspart in der Regel immer eine Unmenge an Aufwand, ja, und niemals irgendwelche Datenmodelle runterrechnen und dann mit den runtergerechneten Datenmodellen arbeiten. Okay, so viel zur Einführung. Ja, wie können wir jetzt sowas ins AutoCAD einfügen? Ich zeige schon mal das Endprodukt, damit Sie wissen, worauf das alles hier hinausläuft. Und zwar sieht das dann so aus, das ist ja schon mal gemacht. Wir haben jetzt hier die verschiedenen Abbildungen eingefügt und auch gleichzeitig hier an unserem 2D-Modell ausgerichtet. Man sieht hier die Grundrisse alle übereinander liegen, dann hier noch die umgeklappt, entsprechend dann die Schnitte und Ansichten, auch die aneinander ausgerichtet. Der Lageplan ist auch nochmal ausgerichtet. Das sieht am Anfang erstmal ein bisschen verwirrend aus, aber Sie haben ja schon die Technik kennengelernt, wie man in AutoCAD trotzdem sehr komfortabel damit arbeiten kann. Was Sie hier sehen, nochmal diese Linien, diese Langlinien, das sind so Konstruktionslinien, das sind quasi Hilfskonstruktionen, die man hier benutzt hat, um halt die einzelnen Abbilder aneinander auszurichten. Auch das werden wir uns noch anschauen, wie das funktioniert. Jetzt mal kurz vorgestellt. Zunächst haben wir ja noch einen Leerstatus. Ja, mit Hilfe eines Leerstatus kann ich jetzt hier ganz schnell hin und her schalten, zum Beispiel erstmal alles ausmachen. Dann kann ich jetzt hier alle Vorlagen einschalten. Ich habe hier nur die Ansichten sichtbar. Ich gehe mal ein bisschen näher ran und mache hier mal vielleicht alle aus. Dann zunächst die EG-Vorlage an. Jetzt komme ich ein bisschen näher ran. Moment. Also erstmal alle aus und dann machen wir nur die EG-Vorlage an. Dann sehen Sie hier nur das Obergeschoss. Was hier ein bisschen auffällt, ich habe das Ganze noch mit transparentem Hintergrund gemacht. Ich habe also den Hintergrund nochmal ausgeschaltet, habe das im Photoshop bearbeitet, sodass man halt durchgucken kann. Das hat den Vorteil, dass diejenigen, die mit einem Raster arbeiten wollen, auch ein Raster noch sehen. Ist natürlich in unserem Fall jetzt nur bedingt verfügbar, diese Rastertechnik, weil das Original selber nicht im Raster liegt. Ja, aber wenn Sie jetzt meinetwegen die Möglichkeit haben, eventuell mit einem Raster zu arbeiten, oder das wollen aus irgendeinem Grund, dann empfiehlt es sich, den Hintergrund möglichst transparent zu machen, um halt dann auch das Raster zu sehen. Ja, ich mache es mal wieder aus. Wir werden das hier kaum verwenden, weil, wie gesagt, das Original keinen Rastermaßen folgt. Ja, das kann ich hier noch umschalten über den Leerstatus, zum Beispiel nur ins EG. Das sieht man schon ein bisschen besser aus. Ja, das ist ein 1 zu 100 gewesen. Das war hier das Erdgeschoss. Das geht jetzt bis zum KG. Ja, das ist Kellergeschoss. Dann kann ich jetzt hier nochmal mir die Ansichten angucken. Jetzt sehe ich jetzt hier nur die Ansichten. Ja, man sieht auch hier, die sind ausgerichtet. Ja, oder halt dann die Schnitte. Wo waren die Schnitte? Hier sind die zwei Schnitte. Ja, und zum Schluss, ach so, der Lageplan. Da habe ich, glaube ich, gar keinen Leerstatus. Doch, gibt es auch. Ja, hier den Lageplan. Den gibt es auch nochmal. Ja, da habe ich vergessen, beim Lageplan hier die Schnitte auszuschalten und die Ansichten. Das sollte ich vielleicht im Leerstatus noch korrigieren. Sehen Sie mir das nach. Das ist natürlich jetzt störend, wenn die Schnitte immer noch sichtbar sind. Ansonsten können wir das Ganze natürlich auch nicht nur über den Leerstatus machen, einfach mal so schnell hin und her schalten, sondern wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das über benutzerdefinierte Ansichten zu machen. Das haben wir auch gemacht, sodass sich der Modellbereich noch entsprechend eindreht und wir die Ansichten eben nicht wie jetzt hier immer so umgedreht sehen. Ja, hier ist der Schnitt zum Beispiel rechts, weil er halt, man schaut halt hier nach rechts bzw. nach Osten. Hier ist er im Süden, weil man nach Süden schaut. Und zum Arbeiten ist es natürlich unpraktisch, wenn man dann immer nach unten schauen muss. Zum Arbeiten ist es immer besser, wenn alles nach Norden ausgerichtet ist. Und das kann man über die benutzerdefinierten Modellansichten machen. Auch die haben wir hier schon mal angelegt. Also ich habe jetzt hier meine Ansicht Nord und dann sehe ich halt wirklich die Ansicht Nord hier im Norden ausgerichtet. Gut, im Norden ist es eh klar, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Ansicht Ost gehe, dann ist hier der Osten nach oben gedreht und auch das Koordinatensystem wurde entsprechend angepasst. Und so kann man sich dann hier durchklicken. Also man kann dann auch ganz bequem in seinen Ansichten arbeiten, wie man es auch gewohnt ist. Ja, also man muss jetzt nicht diese Darstellung, die ich ja eingangs gezeigt habe, wo halt alles aneinander ausgerichtet ist und alles übereinander liegt, dann auch verwenden, um halt in diesen Darstellungen zu arbeiten. Hier noch ein Schnitt Ost und so weiter. Ja, zum Schluss mache ich jetzt wieder eine Standardansicht, Ansicht von oben und gehe jetzt wieder auf Start und Leer, Leerstatus, alle Vorlagen ein. Ja, und so sieht es jetzt aus, wenn wieder alles an ist. Okay, das wollen wir uns mal anschauen. Die Schritte werden wir durchgehen. Ich werde das nicht komplett machen, weil da würde das Tutorial zu lange dauern. Ich werde aber die wesentlichen Schritte hier zeigen, sodass Sie das dann auch nachmachen können. Ja, wie gehen wir da vor? Das Wichtigste wäre erstmal die Vorlage zu öffnen. Ja, das mache ich hier mal. Ich habe hier eine Vorlage. Ich verwende hier die aktuelle Standardvorlage an der FHK. Das ist diese hier. Wie gesagt, im Hochbau arbeite ich bevorzugt mit Zentimetern. Ja, warum?
Wenn ich mit Millimetern arbeiten würde, müsste ich mal einen Haufen Nullen eintippen. Würde ich mit Metern arbeiten, müsste ich einen Haufen Kommas eintippen, was gerade im AutoCAD immer ein bisschen unangenehm ist, weil man da ja einen Punkt eingeben muss anstatt vom Komma. Deswegen hat sich aus meiner Sicht Zentimeter im Hochbau bewährt. Im Prinzip ist das aber auch egal. Hauptsache, Sie halten das richtig ein. Ja. Ich verwende allerdings deshalb die Zentimetervorlage, weil alles auf Zentimeter abgestimmt ist und mache einfach einen Doppelklick drauf. Und wenn Sie eine Vorlage verwenden, okay, es sind auch ein paar Sachen noch jetzt drin, ein paar alte Bilder, die tun wir es mal überschließen. Die interessieren uns nicht weiter, die können wir ignorieren. Wenn wir jetzt hier diese Vorlage verwenden wollen, ist immer ganz wichtig, dass man die erstmal abspeichert. Ja, weil Sie sehen jetzt hier, dass man den Standardname ist, in der sogenannten DWT-Datei, das steht für Template und die soll zunächst erstmal abgespeichert werden. Das mache ich, gehe also hier auf Speichern und speichere die in meinem Endprojekt. Moment, das muss ich kurz dahin gehen. So, ich habe mir hier auf dem Desktop einen Ordner schon mal angelegt, wo das reinkommt. Und die nenne ich jetzt einfach Endprojekt. Ja, die ganz fantasielos ist das ganze Ding gespeichert. Ja, das ist ein bisschen wichtig, denn sollte Ihnen AutoCAD mal abstürzen und Sie haben das vorher nicht gespeichert, dann ist es immer äußerst schwierig, das Ganze wiederherzustellen. Ja, bevor wir gerade dabei sind, gehen wir vielleicht nochmal in die Grundeinstellung rein, in die wichtigsten Grundeinstellungen, die Sie vornehmen sollten, damit Sie auch mit der AutoCAD-Grundeinstellung, damit Sie auch so ähnlich arbeiten können wie ich. Wo findet man die? Hier in der Bearbeitungsleiste. Die ist ein bisschen viel zu groß, die muss ich ein bisschen kleiner machen. Ich habe da drüben noch einen zweiten Bildschirm, der größer ist. So, den arbeite ich normalerweise, den nutze ich nur für die Aufzeichnung. Okay, hier auf das. Den Mausschlüssel oder hier einfach Optionen unten eingeben und dann kommen wir hier in die Option und hier ist das Optionsfenster und gehen wir die wichtigsten Einstellungen mal durch. Einmal ist der Hintergrund, also hier die Farben, die sollten wir Hintergrund auf weiß stellen. Das ist natürlich generell ist das natürlich eine Frage der persönlichen Präferenz, aber hier haben wir noch ein spezielles Thema. Nehmen wir nämlich das Bild hier, das ist halt normalerweise benutzt das einen weißen Hintergrund. Und wenn ich jetzt auf, ich habe den Hintergrund ausgeblendet, habe den quasi gelöscht. Und wenn Sie allerdings jetzt da einen schwarzen Hintergrund verwenden, würden Sie wahrscheinlich kaum was sehen. Ja? Also hier sollten Sie, wenn Sie jetzt mit einem transparenten Hintergrund arbeiten, wenn Sie das nicht machen, ja, dann können Sie dann auch einen schwarzen Bildschirm verwenden. Wenn Sie aber, wie ich jetzt, mit einem transparenten Hintergrund arbeiten, hier bei dieser Vorlage, dann sollten Sie auch einen weißen Hintergrund verwenden, um halt die Dinge besser zu erkennen. Ja, das als kleiner Tipp. Ja, das können Sie hier einstellen, also 2D-Modellbereich, Hintergrund und Hintergrundfarbe hier weiß. Ja, das ist das eine. Den Rest können Sie natürlich in die Farben egal. Ich habe hier nochmal das Fadenkreuz. Ah, ne, habe ich hier auf Schwarz. Ja, habe ich dann teilweise auf Rot gesetzt, ja, weil das dann besser zu sehen ist. Auch das ist Geschmackssache. Anwenden und schließen. Wichtig ist dann auch hier, wenn Sie dann die Schnitte konstruieren und die Ansichten mit dem großen Fadenkreuz zu arbeiten, beziehungsweise brauchen Sie auch jetzt schon. Weil da können Sie besser fluchten über den gesamten Bildschirm. Also Sie können auch jetzt schon mit dem großen Fadenkreuz die Ansichten einander besser ausrichten. Also hier gehe ich schon mal auf 100%, aber mit dem großen Fadenkreuz. Und zum Schluss noch eine ganz wichtige Einstellung ist hier das Öffnen und Speichern und dass Sie nochmal das Speicherintervall kontrollieren, wer für den Fall, dass Sie hier einen Absturz haben oder so, dass immer die Sicherheitskopien angelegt sind. Ja, 10 Minuten ist okay, man kann das jetzt vielleicht noch auf 5 Minuten ändern, je nachdem, wie schnell Sie arbeiten. Ja, das heißt, in meinem Fall wären jetzt hier 5 Minuten maximal verloren, sollte hier AutoCAD abstürzen. Okay, das sind die wichtigsten Grundeinstellungen. Und jetzt können wir losmachen. Das nächste, was wir machen werden, sind einfach die Layer anzulegen, die wir brauchen. So, wie man Layer anlegt, das habe ich schon in anderen Tutorials gezeigt. Darauf möchte ich jetzt hier keine Zeit verlieren. Deswegen werde ich die Layer jetzt hier anlegen über das Design Center. Entschuldige mir einfach aus der Musterlösung. Ich habe jetzt das Design Center hier offen. Wenn Sie das nicht offen haben oder auch verwenden wollen, gehen Sie einfach auf Ansicht und hier auf Design Center. Und dann können Sie hier das Design Center öffnen. Und jetzt habe ich hier die zwei geöffneten Zeichnungen. Das ist ja mein Musterprojekt. Und dann habe ich hier die Layer. Und jetzt hole ich mir die Layer in mein Projekt hinein, die ich im Prinzip hier verwenden möchte. Das ist hier einmal dieser. Dann dieser, 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 dieser und dieser.
Ja, und dann können Sie einfach hier reinziehen, in Ihr Endprojekt fallen lassen. Und jetzt hat er die Layer erzeugt. Wenn wir jetzt in Layer Manager reingehen, dann sehen wir hier diesen Layer und oder diese Layer, die jetzt hier angelegt hat. Ja, und die werden wir gleich nochmal filtern, damit wir auch noch ein bisschen besser klarkommen. Wie gesagt, wenn man selber einen Layer anlegen möchte, einfach hier auf neuen Layer gehen. Das müsste hier dieser Befehl sein. Genau. Und dann kann man hier einfach einen Namen eingeben und dann hier die Einstellung vornehmen. Kleiner Tipp, wenn Sie neue Layer anlegen, empfiehlt es sich vorher, einen Layer auszuwählen, der schon vielleicht größtenteils die Einstellung hat, die Sie auch verwenden wollen. Und dann wäre nämlich, kopiert nämlich beim neuen Befehl neuer Layer immer die Einstellung von den Layer, die Sie vorher ausgewählt haben. Ne? Zum Beispiel hier dieser Layer, HK, also Hilfskonstruktion Vorlage, der hat ja diese Farbe, ist hier gesperrt, wird nicht gedruckt. Wenn ich jetzt auf Neu gehe, ja, dann übernimmt er hier genau die Eigenschaften von diesem Layer bis hin zur Beschreibung. Nur den Namen müssen Sie gegebenenfalls ändern. Ja, also um Zeit zu sparen, einfach vorher ein passend Layer auswählen, da muss man halt weniger ändern. Wichtig ist auch noch ein letzter Hinweis zu dem Thema neuer Layer. Wenn Sie Abkürzungen verwenden, wie ich es hier mache, ist immer wichtig, die hier hinten zu beschreiben. Ja, damit klar ist, was damit gemeint ist. Zum Beispiel HK steht für Hilfskonstruktion und VL für Vorlage. Das ist jetzt keine Abkürzung, die jetzt jedem geläufig sein müsste. Unterschied zum Beispiel zu EG oder OG oder KG, das sind natürlich Abkürzungen, die jetzt im Bauwesen durchaus geläufig sind, sodass ich das jetzt nicht extra nochmal erläutern werde. Ja, aber alle anderen Abkürzungen, die ich mir mehr oder weniger selber ausgedacht habe, die ich aus irgendwelchen Gründen hier verwenden möchte, werden hier hinten erläutert, damit auch jemand fremd ist, der sich hier relativ schnell zurechtfindet. Okay, so viel zu Layer erstellen. Ich habe die mir jetzt einfach aus meiner Musterlösung geholt. Jetzt werde ich allerdings noch die Filter erstellen. Und weil ich noch die zwei Sachen hier filtern möchte, gehe also hier auf einen neuen Eigenschaftenfilter und gebe der Sache einen Namen. Ich möchte sämtliche Vorlagen in einer Filtergruppe haben, also Vorlagen nenne ich das. Und ich verwende hier eine gewisse Namensstruktur. Ja, das heißt, in meinen Layern, die für Vorlagen gedacht sind, befinden sich immer diese Abkürzung VL. Ja, das muss ich im Prinzip nur sagen, am Anfang ist irgendwas, ja. Und dann kommt halt irgendwann ein VL, ein kleines VL, und dann wieder ein Stern. Wobei VL steht bei mir immer am Ende. Ja, kann man Stern auch weglassen. Und da habe ich hier die Ansichtsvorlagen, die Erdgeschossvorlage, die Hilfskonstruktion. Vorlagen, Hilfskonstruktion, das können wir vielleicht sogar ändern. Aber dann haben wir noch das Kellergeschossvorlage, Lageplanvorlage, Obergeschossvorlage und Schnittvorlage. Okay, wenn das soweit passt, gehe ich hier auf OK. Und dann gibt es noch zwei Hilfskonstruktionen. Jetzt ist der Filter gerade aktiv, ja, und man sieht, dass er jetzt nur die entsprechenden Vorlage-Layer anzeigt. Und wenn ich zum Beispiel jetzt hier auf Start gehe und dann habe ich auch nur die hier zur Auswahl, damit wird das hier oben alles ein bisschen übersichtlicher und ich kann in Zukunft schneller arbeiten. Gehen wir mal in Layer-Manager zurück und wollen noch einen zweiten Eigenschaftsfilter anlegen, nämlich den für meine Hilfskonstruktion. Ich habe ja zwei Hilfskonstruktionen jetzt am Anfang. Einmal für mein Endprojekt, ja, und einmal für meine Vorlagen. Die möchte ich auch nochmal gruppieren. Gehe also auch nochmal auf den Eigenschaftsfilter, nenne das Ganze Hilfskonstruktionen. Und die haben ein HK am Anfang, also können wir hier einfach HK und dann Stern. Dann haben wir die Hilfskonstruktion nochmal einen extra Filter drin. Ja, das sieht man jetzt hier, habe ich jetzt nochmal diese Layer. Okay. Jetzt am Anfang bräuchte ich ja die Vorlagenlayer. Das muss ich allerdings nochmal entsperren. Ja. Deswegen gehe ich nochmal die rechte Maustaste auf meinen Filter und sage hier Sperrung aufheben. Jetzt sind die mit einmal alle entsperrt, weil ich jetzt erstmal diese Vorlagenlayer auch befüllen möchte mit den ganzen Vorlagen. Und da kann ich natürlich vorher nicht sperren. Im Nachhinein empfiehlt es sich, wenn alles ausgerichtet ist, deswegen waren die Layer auch gesperrt, diese Vorlagen zu sperren, vor allen Dingen dann, wenn Sie sich sicher sind, die werden nicht mehr bewegt. Ja, in unserem Fall, ja, ist es ja so, dass diese Vorlagen nicht eins zu eins nachgezeichnet werden. Da wird man eventuell eine Vorlage nochmal ein bisschen nachrücken müssen. Ja, dann muss man vielleicht nicht sperren. Aber wenn man es wirklich dann eins zu eins nachzeichnet, zum Beispiel bei echten Bestandsplänen oder so, dann empfiehlt es sich, die Vorlage zu sperren, um zu verhindern, dass die irgendwie unbewusst dann bewegt wird und dann wieder neu ausgerichtet werden müsste. Ja, jetzt wird das mal entsperrt. Und wir gehen jetzt aus dem Layer Manager raus. Und ich habe vorhin noch was vergessen, ganz am Anfang, was auch nicht unwichtig ist. Und zwar sollten Sie, wenn Sie eine Vorlage öffnen, immer erstmal die Einheiten kontrollieren. Ja,
Ich stand zwar Zentimeter im Namen, aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also ich gehe hier oben nochmal rein in die Zeichnungsprogramme, ist das hier drin unter Einheiten. Den Befehl können Sie auch in Befehlszeile unten eingeben. Also direkt Einheiten kommen Sie auch dahin. Und dann geht das Einheitenfenster auf und hier kontrolliere ich nochmal. Also Zentimeter ist wirklich eingestellt. Das sollte passen. Der Rest ist ja erstmal für uns nicht so wichtig. Also das ist erstmal okay. Und das nächste wären dann gegebenenfalls die Metadaten. Ja, also für den Fall, dass Sie dann hier die einzelnen Schriftfelder, die halt mit Metadaten verknüpft sind, verwenden wollen. Ja, zum Beispiel hier dieses und so weiter. Man sieht, das sind ja grau hinterlegt. Das heißt, das sind halt Attribute, ja, die halt gesetzt werden können. Und die Attribute wiederum sind verknüpft unter Umständen mit Metadaten, mit Datei-Metadaten. Und die werden halt zentral verwaltet, sodass man halt nicht jeden Schriftkopf einzeln immer befüllen muss, sondern man kann das einfach zentral einmal eingeben, weil oftmals ist ja so, dass es für ein Projekt mehrere Pläne gibt, sprich auch mehrere Planköpfe. Und das kann man einfach zentral machen. Einfach geht man hier oben rein auf Datei, dann wieder Zeichnungs, nee, nicht Datei, sondern hier auf das A. Datei geht auch, aber ich mache es immer so. Zeichnungsprogramme und dann gibt es hier die Zeichnungseigenschaften. Und hier hinten haben Sie erstmal die Standardmetadaten oder Dateiinfo. Die haben wir aber kaum verwendet, sondern hier unter benutzerspezifisch nochmal eigene Metadaten angelegt. Und da kann man jetzt hier die einzelnen Metadaten befüllen. Ich werde jetzt mal darauf, doch, ich werde vielleicht mal hier einfach ja, einen Namen eingeben, können wir ja machen. Ja. Und dann auf OK gehen. Sie werden erstmal nichts sehen, ja, weil es wird nicht sofort aktualisiert. Wenn Sie aber jetzt hier auf Regenerieren alles gehen oder einfach auf die Vorschau geht auch, ja, Regen All. Dann werden die Attribute nochmal aktualisiert und dann müsste jetzt hier bei irgendwo der Name ja auftauchen. Ich weiß gar nicht, welchen ich es gemacht habe, also Regen All. Und hier sieht man jetzt halt den Namen entsprechend aktualisiert. Und das in allen Schriftfeldern. Ja. Das sind nochmal die Metadaten, auch nochmal eine ganz wichtige Einstellung, die Sie checken sollten, neben den Einheiten am Anfang, sofern Sie mit diesen arbeiten wollen. Okay, zurück zum Modell. Jetzt haben wir das gemacht. Jetzt geht es darum, hier noch ein bisschen Platz zu machen. Hier ist noch so eine Erläuterung mit drin. Die haue ich mal raus, weil die stört mich jetzt. Also markiere ich mir hier diese Erläuterung und gehe ja, ordne hier einen Layer zu. Der ist dummerweise jetzt gerade deaktiviert, weil der Filter aktiv ist. Dann mache ich das über die Eigenschaften Palette und hier, wo ist der Layer? Hier lege ich das vom Layer 0 auf den Layer Infos. Und jetzt sagt er, dass das halt der Layer deaktiviert ist. Ja, das passt mir eh. Das sollte so ausgeschalten werden. Und jetzt habe ich hier Platz. So, Raster mache ich erstmal aus. Ja, das brauche ich im Moment nicht. Wird das mal komplett ausgeschaltet. Achten Sie auch nochmal auf die Hilfsmittel, ja, die hier verwendet werden. Ich zeige es dann nochmal an. Halten Sie den Film an und checken Sie nochmal, was bei Ihnen aktiviert ist und bei mir. Ich werde jetzt nicht allzu viele brauchen, aber doch einige. Deswegen checken Sie das nochmal ab. Ich arbeite jetzt hier weitestgehend ohne dynamische Eingabe im Moment. Ja, auch nicht irritiert sein. Ich bin halt noch die ältere Generation, bin halt in die Befehlszeile gewöhnt. Ich schalte die dynamische Eingabe immer nur dann an, wenn ich sie wirklich brauche. Aber ich arbeite nicht ständig damit. Ja, das ist normalerweise, ich glaube, die jüngeren Generationen arbeiten mehr mit der dynamischen Eingabe als mit der Befehlszeile. So, machen wir weiter. Im nächsten Schritt werden wir jetzt die Bilder einfügen. Bevor Sie Bilder einfügen, müssen Sie allerdings Folgendes beachten. Und zwar sollte sich das alles in einem Projektordner befinden. Ja. Ich habe das hier mal erstellt. Ja, man sieht, hier ist meine Vorlage, mein Vorlagebild, was ich vorher noch bearbeitet habe. Wie gesagt, mit dem transparenten Hintergrund. Man kann das auch mit einer TIFF-Datei machen. Also dieses Original, was Sie ja bekommen haben von hier für Ihr Projekt, das war eine TIFF-Datei, allerdings ohne transparenten Hintergrund. Ich habe das Ding im Photoshop bearbeitet, den Hintergrund rausgehauen, das Ganze aber als PNG abgespeichert, weil das spart Speicherplatz und lässt sich auch mit dem Hintergrund, die Transparenz, also mit einer TIFF-Datei, lassen sich zwar auch transparente Hintergründe verwenden, allerdings können das nicht alle Programme können damit umgehen. Ich hatte da Probleme gehabt, unter anderem mit AutoCAD, dass es dann irgendwie richtig funktioniert hat und daraufhin habe ich das einfach als PNG abgespeichert, weil die PNG A besser mit dem transparenten Hintergrund umgehen kann und B auch eine geringere Dateigröße bietet. Aber aufpassen, das natürlich basiert auch auf Kosten der Auflösung. Ja? Also wenn Sie jetzt die Datei drucken wollten aus irgendeinem Grund, da ist TIFF eigentlich besser, ja, also oder zum Weiterbearbeiten.
Da ich das Ding aber nur als eine dumme Vorlage verwende, die ich sowieso nicht drucken will, dann ist mir die Qualität ausreichend, solange ich was erkenne, und deswegen kann ich ja in dem Fall mit einer PNG-Datei arbeiten. So wie nur zum Hintergrund. Und wichtig ist aber, dass Sie dass Ihre Endprojektdatei, das ist diese hier, und Ihre Vorlage in einem Verzeichnis verfinden müssen, in einem gemeinsamen Verzeichnis. Das heißt nicht, dass Sie in einem Ordner sein müssen, in einem gemeinsamen Ordner, wie jetzt in diesem Fall. Ja, es könnte durchaus auch so sein, dass Sie hier einen neuen Ordner machen. Nur als Beispiel, wenn Sie jetzt mehrere Vorlagendateien hätten, würde man das so machen. Und Sie könnten die Vorlage jetzt quasi hier reinschieben. Ja, und könnten das unter mehreren Unterordnern sich noch befinden. Ja, Sie können also in Ihrem Projektordner noch Unterordner anlegen, am Ende müssen aber alle Dateien, die miteinander verknüpft sind, sich innerhalb eines Ordners bzw. Verzeichnisses befinden. Ja, das ist wichtig, um halt mit relativen Pfaden arbeiten zu können. Wird gerne falsch gemacht, ja, und dann passiert es halt, dass dann, wenn die Leute dann das Projekt woanders öffnen, beziehungsweise spätestens, wenn sie es abgeben, dass dann die Vorlagen einmal verschwunden sind, ja, weil sie halt meinetwegen ihr Projekt im Verzeichnis C haben, ja, und ihre Vorlagendateien im Verzeichnis F, meinetwegen auf dem USB-Stick, ja, und solche Sachen passieren dann meistens. Deswegen mein Tipp: Arbeiten Sie mit Projektordnern und legen Sie alle relevanten Dateien in einem Projektordner ab. Der kann auch Unterordner haben, das ist kein Problem. Und vor allen Dingen, wenn Sie mit Verknüpfung arbeiten, ja, weil sonst die Verknüpfung nicht mehr funktionieren, wenn Sie dann diese Struktur verändern. Okay, jetzt werde ich es wieder rückgängig machen, weil in unserem Fall, ich habe ja nur eine Vorlage und da braucht man nicht extra einen Ordner machen. Ja, also für eine Vorlage kann ich die auch hier ablegen. So, also das ist jetzt geklärt. Beides sind in einem Verzeichnis. Und jetzt wechsle ich wieder in mein AutoCAD und allerdings hier in die Endprojektgeschichte und hole jetzt hier meine Vorlage rein, tu zunächst aber hier erstmal auf den Layer-Filter wieder aktivieren. Den habe ich, glaube ich, ausgeschaltet. Also hier Vorlagen. So, damit ich jetzt hier oben nicht mehr so lange rumsuchen muss. Und fange jetzt mit irgendeiner Vorlage an. Fangen wir vielleicht mit dem OG an. Da soll das Bild erstmal drauf. Jetzt habe ich das gemacht. Gehe jetzt hier auf die Menüleiste. Ich glaube, um Bilder einzufügen, haben Sie zwar die Registerkarte einfügen. Ab meines Wissens finden Sie hier nur die wichtigsten Einfügegeschichten, also eher für Vektorgrafiken bzw. sogar für DWGs. Ich weiß gar nicht, ob man hier von hier aus Bilder reinholen kann. DGN im PDF, was das hier sein soll, weiß ich auch nicht. Ich mache es immer von der Menüleiste. Ja. Wer den nicht sieht, ja, können Sie hier einblenden, gehen Sie hier auf den Pfeil und dann hier Menüleiste einblenden. Ich habe schon mehrfach auch in meinen Tutorials gesagt, dass Sie in den Registerkarten nur die wichtigsten Befehle finden. Ja, das sind nicht alle hier verfügbar. Ja, sie sind natürlich jetzt auch abhängig vom aktuellen Arbeitsbereich. Heißt das Arbeitsbereich oder sage ich irgendwas Falsches? Wie heißt das im AutoCAD? Aber doch Arbeitsbereich. Ja, also ich kann ja meinen Arbeitsbereich nochmal hier oben nochmal einschalten. Das können Sie auch hier machen. Arbeitsbereich hier. Und aktuell ist halt dieser gewählt. Dann gibt es noch, das ist halt mein persönlicher, den ich mir quasi erzeugt habe. Dann gibt es noch 3D-Grundlagen, 3D-Modellierung und so weiter. Ja, und aktuell sind zum Beispiel hier alle, also kaum 3D-Befehle zu finden. Ich bin ja hier im 2D-Bereich. Ja, das muss ich ein bisschen mit erwähnen. Das heißt, wenn Sie jetzt andere Befehle brauchen, entweder die Befehlszeile gehen, wenn Sie wissen, wie die heißen, ja, oder den Arbeitsbereich wechseln, wenn Sie irgendwas aus dem 3D zum Beispiel brauchen, dann hier auf diese Sachen gehen. Oder halt über die Menüleiste gehen, ja, und die noch zusätzlich einblenden. Das habe ich hier gemacht. Also hier die Menüleiste ist bei mir hier aktiviert, ja. Und jetzt habe ich hier oben noch die Menüs zur Verfügung und da sind, aber selbst da sind, glaube ich, nicht alle Befehle verfügbar, meines Wissens. Da gibt es, glaube ich, schon ein paar, aber die meisten sind dort schon verfügbar, ja. Zumindest die ich bisher gebraucht habe. Und jetzt finden Sie hier unter Einfügen eben mehr Möglichkeiten als jetzt hier in dieser Registerkarte, unter anderem hier auch das Rasterbild, beziehungsweise die Rasterbildreferenz. Gehen wir nochmal auf OK. So, ich wechsle also dann vom Desktop in meinen Projektordner hier, habe dann hier mein Projekt und kann dann hier meine Vorlage wählen, wo ich sie abgelegt habe, in meinen Projektordner. Gehe jetzt hier auf Öffnen, für den, ja, eventuell noch den Filter checken hier, aber zeigt eh alle hier gibt es, man kann das nicht explizit auswählen, also PNG gehen, TIFF gehen auch. Ich vermute mal, dass auch JPEGs gehen und PMP, also so klassische Rastergrafikformate. Okay, gehen jetzt hier auf Öffnen. Es geht ja noch ein Menü auf.
Ja, hier können Sie jetzt nochmal der Sache die Datei auswählen. Dann haben Sie eine Voransicht. Ganz wichtig ist, dass Sie auf relativer Fahrt gehen. Das geht allerdings nur, wenn ich, wie eingangs gesagt, Sie im selben Verzeichnis arbeiten. Manchmal kann es sein, dass, obwohl Sie im selben Verzeichnis arbeiten, AutoCAD Sie dennoch nicht einen relativen Pfad auswählen lässt. Ich weiß nicht genau, warum das ist. Ist es bei mir ein paar Mal vorgekommen. Dann lassen Sie es auf absoluten Pfad erstmal stehen. Ja, und tun dann das im Nachhinein nochmal korrigieren. Wie, das zeige ich dann gleich. Aber prüfen Sie, ob wirklich auch in den meisten Fällen ist es halt so, dass es nicht auswählen lässt, weil er keinen relativen Pfad bilden kann, weil sich eben beide Dateien nicht in einem im gleichen Verzeichnis befinden. Ja, das bitte sicherstellen. So, Einfügepunkt, das machen wir bei 0,0, das passt. Zum nicht am Bildschirm bestimmen. Die Skalierung, die setze ich mal auf 100, damit das Bild besonders groß ist. Und drehen möchte ich das Ganze nicht. Ja, das ist soweit okay. Man kann nochmal die Details sicher anzeigen, wenn man zusammenfasst, und sieht man nochmal die Auflösung und so weiter, ob das Ganze umgerechnet wird, ne, in Zentimeter. Deswegen auch die Einheit so wichtig. Hier sieht man nochmal den gesamten Pfad. Ja, und dann geht man auf okay. So, jetzt haben Sie immer hier das Bild und gehen jetzt die nächsten Schritte an. So, wenn wir das haben, müssen wir jetzt anfangen, hier die einzelnen Abbildungen zu erzeugen. Ach so, jetzt beinahe vergessen, hat er gesagt, wie kann man noch im Nachhinein den Pfad ändern, wenn aus irgendeinem Grund die Sache nicht funktioniert hat mit dem relativen Pfad. Und zwar finden Sie das hier unter den externen Referenzen, die sind hier. Die Palette können Sie zuschalten, wenn Sie die brauchen, unter Ansicht, externe Referenzen hier. Ja, und hier werden quasi jetzt Ihre externen Referenzen verwaltet. Das sind, in unserem Fall ist das unsere Rastergrafik. Das wären aber, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit AutoCAD-Dateien arbeiten und mit PDFs und so weiter, dann finden Sie die auch hier wieder. Und jetzt klicken Sie einfach hier drauf und dann sehen Sie jetzt hier unten die auch nochmal die Eigenschaften, auch nochmal den Pfad. Ja, man sieht hier, wo er das hinspeichert. Hier können Sie auch nochmal auf Pfad ändern gehen und den nochmal auf relativ machen oder absolut machen. Und Sie können auch mal einen neuen Pfad auswählen. Ja, also für den Fall, dass jetzt Ihre Datei woanders hingewandert ist, ja, dann müssen Sie nicht mal neu einfügen, sondern Sie können einfach den Pfad nochmal neu zuordnen und dann klappt das auch wieder in der Regel. Ja, Sie können es aber auch entfernen. Ja, wenn Sie das nicht mehr haben wollen, können Sie es auch im Nachhinein wieder rausschmeißen oder halt neu laden, wenn Sie irgendwas geändert haben. Nehmen wir an, Sie haben jetzt an der Datei noch gearbeitet, zum Beispiel den Hintergrund im Photoshop entfernt, das Ganze abgespeichert, dann können Sie auf neu laden gehen, aber die Datei neu eingeladen. Ja, also von hier aus können Sie Ihre ganzen externen Referenzen relativ komfortabel nochmal verwalten und gegebenenfalls korrigieren, falls da irgendwas schiefgegangen ist. So viel dazu. Und jetzt brauchen wir hier die verschiedenen Abbildungen. Die wollen wir natürlich separieren. Also wir arbeiten mit dem Plan nicht so, wie er ist, sondern müssen zunächst das Ganze hier separieren und auch skalieren. Ja, das Ganze in den Maßstab bringen. Ich mache zunächst hier mal, ja, ich fange jetzt an mit dem Obergeschoss. Ja, das nehme ich hier mal als mit denen fange ich an. Das war doch der Layer. Ich hätte auch irgendeine andere Zeichnung nehmen können, ist erstmal egal. Und werde jetzt hier erstmal das Ganze zurechtschneiden. Ja, das okay, klicke ich dieses Bild an. Und wenn Sie das Bild anklicken, dann geht hier diese Registerkarte auf. Damit können Sie so kleine Korrekturen vornehmen hier. Also Sie können zum Beispiel hier Helligkeit einstellen, Kontrast und so weiter und dann noch ein bisschen rumdrehen. Sie können auch den Hintergrund transparent machen, ist in unserem Fall unnötig. Ja. Sie können zuschneiden, das sollen wir gleich machen. Machen wir es gleich mal. Dann kann ich das hier zuschneiden und sagen, okay, ich möchte hier nur das sehen. Jetzt ist mir hier irgendwo der Objektfang eingerastet. Den müsste ich natürlich vorher ausmachen. Machen wir das auch gleich mit aus. Dann machen wir es mal nichts an. Also nochmal zuschneiden. Jetzt kann ich hier mir den Bereich zuschneiden, der mich hier interessiert. Nehme den Text noch mit dazu, damit ich weiß, was das ist. Und habe jetzt hier das zugeschnitten. Jetzt sieht man hier, man kann das nicht so gut erkennen. Man könnte versuchen, jetzt hier nochmal den Kontrast ein bisschen zu erhöhen. Ja, da sieht man jetzt hier, dass man hier das auch noch ein bisschen spielen kann, ja, um halt hier das deutlicher zu sehen, auch die Helligkeit. So, also da können Sie auch ein bisschen spielen, ja. Jetzt haben wir das hier eingestellt und man sieht auch noch mal den Maßstab hier unten, das ist 1 zu 50 und ja, das passt eigentlich soweit. Jetzt müsste man das Ganze noch skalieren, also den Maßstab mal kontrollieren. Ja, und das Erste, was man machen kann, ist, man sagt, okay, man misst ja einfach mal so ein Maß nach
und schaut, ob der Maßstab jetzt zufällig hinkommt. Ja, ich gehe einfach hier auf Start und finde jetzt hier irgendwo das Abmesswerkzeug, eher auf dem Pfeil, dann auf Abstand und messe mal nach. Ja, achte darauf, ich hatte vorhin schon angedeutet, es handelt sich hier um eine Rastergrafik. Ja, das heißt, Sie können hier keine Punkte mehr fangen. Ja, das muss einfach nach Augenmaß. Ja, besonders genauigkeitsverliebt ist, tut sich halt möglichst weit nah ranzoomen. Ist in dem Fall eigentlich egal, wir tun nur noch was ungefähr nachmessen, aber die Genauigkeit können Sie erhöhen, indem Sie halt möglichst nah ranzoomen und dann hier irgendwie nach Augenmaß die Mitte erwischen. Und jetzt gehe ich hier mal rüber. Ich habe gerade das größte Maß hier erwischt, das war natürlich ein bisschen unklug, aber okay, nehmen wir das. Und jetzt habe ich hier, wer will, kann das Auto noch einstellen, damit Sie halt besonders gerade hier fahren und nicht schief. Ja, und jetzt kann ich hier, das dann sehe ich hier, das ist 1740, sollte aber eigentlich 870 sein. Das heißt, wir haben hier ein Problem mit dem Maßstab, das haut hier so nicht hin. Und das zu korrigieren, gibt es zwei Varianten. Ja, ich zeige zunächst die Variante, die immer geht, ja, indem Sie einfach sich jetzt hier den Faktor ausrechnen, ja, und dann den Faktor dann den Faktor im Prinzip korrigieren. Ja. Oder Sie können aber auch das Ganze am Bildschirm bestimmen. Ja. Machen wir vielleicht hier mal die Berechnung des Maßstabs, ja, oder des Skalierfaktors. Ich mache das mal jetzt hier. Dazu aktiviere ich den AutoCAD-internen Rechner. Gehe also, jetzt muss ich gucken, wo er ist. Ich tue ihn einfach hier über die Befehlszeile reinholen. Gehe auf Rechner, ich glaube, Rechner, kann man das eingeben? Ja, Rechner. Und der ist jetzt auf meinem zweiten Bildschirm. Ich hole mal hier rüber und tue ihn gleich mal hier links verankern. Hier ist mein Rechner und jetzt messe ich hier mal das Maß aus. Gehe jetzt hier auf Abstand und messe hier das Maß aus. Das habe ich ein bisschen zu sehr gescrollt. Also so. Nehmen wir das Maß, was ein bisschen kleiner ist. Dieses. Und mein Rechner, den hätte ich ein bisschen, das ist jetzt dieses Maß, das tue ich quasi teilen durch das, was es im Prinzip sein sollte. Gehe also auf durch und gebe dem Maß ein, müsste eigentlich 288 sein. Und dann komme ich hier auf 2. Ja, das heißt, wir müssen das Ganze, ach nee, es ist im Prinzip, es ist zu groß, ja. Wir müssen es quasi runterkriegen, muss den Kehrwert noch bilden. Ich habe es umgekehrt gemacht, aber es ist kein Problem, mache ich einen Kehrwert davon und gehe auf Enter und kriege jetzt hier 0,4 und noch was raus. Also mit denen müsste man das Ganze halt skalieren, damit das stimmt. Ja, also man sieht das eigentlich 0,5. Ja, und das könnte man jetzt machen, ja, dass man hier sagt, ich gehe hier rein, dann gehe ich auf Skalieren, gehe auf Start. Also zunächst das Bild auswählen, dann auf Skalieren gehen. Und jetzt will den Basispunkt wissen, den gebe ich einfach an mit 0,0. Enter. Jetzt will er den Faktor haben, den Skalierfaktor. Jetzt könnte ich hier in meinen Rechner reingehen und hier das einfach übernehmen. Ja, also einfach draufklicken und dann sagen, in die Befehlszeile einfügen. Man könnte aber auch sagen, okay, es ist eigentlich 0,5. Ja, also deswegen ist besser, man denke, der genaue Wert ist eigentlich 0,5, weil wir können es ja nicht genau machen mit der Messung. Das heißt, dieses 0,49 und noch was passiert, weil wir die Punkte nicht genau ausmessen können. Ja, also in Wirklichkeit soll es eigentlich 0,5 sein. Gehe auf Enter und jetzt haben wir das hier skaliert, also korrigiert den Faktor. Können Sie mal eine Kontrollmessung machen. Ja, was haben wir hier? 330. Gehen wir also auf Abstand. Das mache ich mal so über das, nur nicht mehr ganz so genau. Ja, so und so. Und da sieht man schon, dass 330, das passt jetzt. Ja, man sieht hier am Cursor, wird das angezeigt. Man muss eigentlich gar nicht schon nochmal ein zweites Mal klicken, aber er will, kann auch klicken, dann sieht er ja auch ungefähr 330. Wie gesagt, Sie kriegen das mit Rastergrafiken nie so genau, weil Sie ja die Punkte nicht genau fangen können. Ja, Sie kriegen gewisse Ungenauigkeit entsteht, weil das hier im Unterschied zu einer Vektorgrafik keine eindeutigen Punkte sind, sondern eigentlich ein Punktbereich. Ja, ich kann hier klicken oder hier, je nachdem, wie genau ich das hier treffe. Ja, mit diesen Ungenauigkeiten muss man halt leben. Das ist eine Variante, das Ganze zu skalieren. Sie können es aber auch so skalieren, das zeige ich auch nochmal schnell bei der Gelegenheit, indem Sie jetzt gar nichts groß berechnen, sondern einfach über eine Referenz gehen. Das mache ich hier mal, indem ich jetzt nochmal den Faktor ein bisschen nochmal rückgängig mache vielleicht. Gehe einfach mal auf rückgängig. So, jetzt müsste das wieder. So, jetzt ist es wieder im falschen Skalierfaktor. Klicke das Bild wieder an, gehe hier auf
Start dann auf Skalieren, lasse den Basispunkt bei 0,0, das ist okay, will sie nicht weiter verschieben. Dann gehe ich hier auf Bezug und wähle jetzt hier eine Bezugslänge. Normalerweise nimmt man immer eine längere Länge, ich mache sie einfach mal jetzt mit dieser hier. Ja, so. Und bis hierher. Und jetzt kann ich einen neuen Wert, also jetzt gebe ich einfach ein, wie groß die sein müsste, dann rechne ich den Faktor einfach selber aus. Ja? Also diesen Schritt, den ich vorher gemacht habe, mit der ganzen Berechnung, die erfolgt jetzt quasi in dem Befehl skalieren oder varia. Ja, ich tue eine Länge auswählen, habe die jetzt eingegeben, also abgemessen. Jetzt sage ich, okay, die muss aber eigentlich 70 cm sein. Gehe auf Enter. Jetzt hat er quasi das Ding skaliert. Das kann ich hier nochmal nachmessen. Und gehe hier auf Abstand und skaliere das dieser Form. Fertig, man sieht jetzt hier, das ist ungefähr bei 70. Das wäre eine Variante. Die andere Variante ist vielleicht auch interessant. Wenn das Ding maßstäblich erstellt wurde, diese Zeichnung. Ja, und ich habe vorhin gesehen, 0,5. Warum war es 0,5? Wir hatten vorhin beim Einfügen, ich erinnere noch mal, einen Skalierfaktor von 100 eingegeben. Ja, und 0,5 mal 100 wäre eigentlich 50. Und was steht hier? Maßstab 1 zu 50. Ja, also eigentlich, wenn wir jetzt hier mal reinklicken und hier mal in die Eigenschaften gehen, dann haben wir hier einen Maßstab von, was soll's hin? Hier von 0,4, also 4,49 und noch was. Ja, also kann man auch das sagen. Eigentlich ist der Maßstab bei der Skalierung 50. Ja, also bei solchen Sachen, wenn es sich genau ausgeht, können Sie das auch einfach eingeben. Ja. Das heißt, wir haben hier Maßstab 1 zu 50. Das Ding ist auch sauber exportiert worden, sodass das auch in dem Maßstab wirklich ist. Und dann kann man das auch eintippen. Einfach über die Eigenschaften muss man gar nicht skalieren. Ja, ich habe es hier gemacht in den Eigenschaften oder auch beim Einfügen. Sie erinnern sich, da konnte man auch einen Skalierfaktor eingeben. Wenn man weiß, kann man dort schon eingeben. Man kann im Nachhinein hier nochmal korrigieren. Das geht natürlich auch. Ja, also das können Sie auch machen. Aber wie gesagt, die andere Methode, die ich vorhin gezeigt habe, dass das über den Skalierbefehl macht, hat natürlich den Vorteil, dass die dann auch dann funktioniert, wenn Sie den Maßstab nicht wissen. Ja, hier steht da halt netterweise mit dabei. Ja, es könnte sein, Sie haben eine Zeichnung, da haben Sie nur diese Maßketten. Ja, und da müssen Sie selber ausrechnen, da können Sie halt die andere Methode verwenden. Jetzt haben wir einfach numerisch eingetippt und das ist jetzt 50 und passt. Jetzt ist es noch interessant, wo tun wir das ganze Ding ja positionieren? Ich empfehle immer, dass Sie Ihre Gebäude immer da positionieren, also mit einer Ecke aufs Koordinatensystem. Ja, und da sollte man möglichst eine Ecke wählen, die auch über alle Geschosse gleich ist. Ja, und zum Beispiel die Dämmung könnte variieren. Man könnte hier das eventuell auch das Achsenraster nehmen. Das Problem ist nur, dass das Achsenraster, wir haben ja mehrere Maßstäbe, kann ich mal kurz zeigen. Das haben wir jetzt, wir haben einmal 1 zu 50, ja, da wird mit Achsenrastern gearbeitet, allerdings im 1 zu 100 dann nicht mehr. Ja, und im 1 zu 200 sowieso nicht mehr. Ja, also da muss man halt gucken, welche Ecken nimmt man dann zur Orientierung. Und ich würde fast empfehlen, wir haben hier diese Ecke, dass wir hier die Innenkante nehmen. Hier erstmal der Putz, ja, dass man hier diese Ecke, weil die sollte idealerweise über alle Geschosse gleich sein. Bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt im Keller auch, ja, könnte im Keller auch. Das sieht auch so aus, als ob es eine 25er Wand ist, mit einer Dämmung. Ja, aber gerade die Dämmung ist im Keller meistens nicht so stark ausgeprägt wie jetzt im Obergeschoss. Deswegen suchen Sie sich am besten eine Ecke dann auch später für die Ausrichtung, die möglichst über alle Geschosse gleich ist. Und ich schätze mal, wir könnten hier diese Innenecke nehmen oder diese Ecke. Ja, die, sofern natürlich, wenn das möglich ist, ja, wenn Sie wissen, wie sind die Geschosse aneinander ausgerichtet. Ich gehe mal davon aus, dass hier die Wände in der Summe 25 sind, sowohl im Keller als auch im Erdgeschoss wie Obergeschoss und orientiere mich halt hier an dieser oder dieser Ecke. Ich nehme in dem Fall mal die äußere Ecke. Ja. Okay, machen wir das. Hier ins AutoCAD und verschiebe jetzt dieses Bild hier auf Start, dann auf Verschieben. Versuche jetzt hier die Ecke sauber zu greifen. Ich nehme die äußere Ecke zur Orientierung und versuche jetzt hier einfach ungefähr die Mitte zu erwischen von dieser Linie und schiebt das Ganze jetzt in 0,0. Mach das Otto noch aus. 0,0. Enter. So, jetzt ist dieser Grundriss hier ausgerichtet. Ich sehe allerdings doch hier. Hier ist er. Hier ist quasi jetzt mein Koordinatensystem und der ist jetzt quasi hier entsprechend ausgerichtet.
Jetzt empfiehlt es sich im nächsten Schritt, dass man hier nochmal eine Hilfskonstruktion zeichnet, anhand derer man dann auch die nächsten Ansichten alle ausrichten kann. Und das mache ich hier mal. Mache dazu den entsprechenden Layer an, der müsste hier auch noch verfügbar sein. Ja, also ist dieser hier. Hilfskonstruktion Vorlage, also die Hilfskonstruktionen für die Vorlagen sollen hier drauf. Und hier tue ich einfach die wichtigsten Konturlinien einfach mal nachzeichnen. Hier, das sind einfach die Ecken von meinem Haus. Ja, und das kann man jetzt mit einer Linie machen oder mit einem Rechteck. Ich würde einfach mal eine andere Sache hier zeigen, weil die tun wir selten, relativ selten verwenden, macht aber gerade hier vielleicht Sinn. Und zwar ist das die Konstruktionslinie. Ja, die hat quasi zwei Punkte und damit kann man halt immer solche Fluchtlinien schön machen, finde ich. Ja, nehmen wir die mal und geben jetzt den Ausgangspunkt ein. Da geht erstmal durch einen Nullpunkt, also 0,0. Und jetzt ist, mache ich die Bose noch hier ausrichten und dann gehe ich wieder aufs Otto und richte die in die Richtung aus. Ja. Wiederhole den Befehl wieder auf 0,0. Ja, und kann jetzt hier diese Linie entsprechend setzen. Da habe ich schon mal diese Ecke gesetzt. Jetzt könnte man auch noch hier die zweiten. Normalerweise würden wahrscheinlich sogar, würde das genügen, wir könnten hier an dieser Kante ausrichten, an dieser Kante ausrichten, an dieser und an dieser. Also normalerweise würden die zwei genügen. Ja, ja, lass uns vielleicht so. Ja, dass wir die erstmal hier stehen lassen. Für die Ausrichtung, wenn Sie jetzt mit irgendwelchen Vorlagen arbeiten, die jetzt nicht maschinell erstellt wurden, sondern von Hand oder so, macht es vielleicht Sinn, die anderen Kanten auch noch mit dazu zu nehmen. Ja, um eventuell dann nochmal zu korrigieren, ob das überhaupt, ob Ihre Vorlage überhaupt zusammenpasst. Ja, weil manchmal kann es ja sein, wenn Sie alte Pläne haben, die gezeichnet wurden, dass in der Vorlage im Prinzip der Schnitt nicht zum Grundriss passt und so weiter. Und da ist es vielleicht klug, nochmal hier sich eine zweite Kante zu machen. Ich weiß, hier das Ganze wurde halt maschinell erstellt, also über den Computer. Das passt mit Sicherheit zusammen, weil es auch aus dem 3D-Modell abgeleitet wurde. Also dann brauche ich jetzt diese zweiten Linien erstmal nicht mehr dazu machen. So, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt könnte man noch hier das Ganze kopieren für die anderen Ansichten. Gehe also hier mal auf Kopie und kopiere das hier mal hoch. So, noch einmal hoch. Erstmal für zwei Ansichten. Und jetzt müssen wir noch mal gucken, welche Ansichten alle im Maßstab. Jetzt tun wir erstmal hier. Na gut, einmal eine Kopie lang vielleicht. Sonst blickt man nicht mehr durch. Machen wir noch mal eine Kopie. Und die schiebe ich mal ein bisschen raus. Oder ja, tun wir es mal, oder ich gucke mal kurz in das Bild, ob eventuell hier das, was ausgerichtet ist. Es könnte sein, dass man das noch mit damit reinnehmen können. Ne? Wir haben noch im 1 zu 50er Maßstab haben wir noch neben dem Obergeschoss Grundriss diese beiden Sachen und die könnte man theoretisch jetzt hier noch mit dazu nehmen. Dazu klicke ich hier nochmal drauf und auf das Bild und gehe hier auf die, also hier nochmal hin und mache das Clipping weg, tue das Zuschneiden entfernen. Ja, jetzt haben wir hier unseren Bereich und jetzt kann ich ja mal neu zuschneiden. Nämlich hier diese Abbildung und dann diese hier daneben. Ja, und das mache ich jetzt im Prinzip mit allen mal so durch. Ja, also ich werde jetzt hier im Prinzip sämtliche Abbildungen, die passt schon. Ja, und alle anderen Abbildungen haue ich erstmal hier daneben, ja, inklusive auch Lageplan. Ja, und werde dort überall den über einfach numerisch über die Eigenschaften dann hier, wo sind die Eigenschaften? Hier einmal den Skalierfaktor eingeben. Ich werde es numerisch machen, einfach hier, wie der Maßstab hier steht. Ja. Ich werde es nur mal exemplarisch zeigen, hier zum Beispiel für diesen Schnitt. Ja, also theoretisch könnten Sie jetzt erstmal diese zwei Abbildungen machen, ja, weil die sind am selben Maßstab. Da brauchen Sie bloß das zweimal kopieren, ja, und dann das neue, das, dem, den, das neu zuschneiden. Ja, ich werde es nochmal das Kompliziertere machen, mach vielleicht den Lageplan sogar. Ja, ich gehe hier einfach auf Lageplan und möchte den jetzt nochmal exemplarisch machen. Ja, also gehe hier rein und tue hier einfach neu zuschneiden. Wähle hier den Lageplan aus. Ja, Sie sehen so ein großes Fadenkreuz, sehr praktisch, weil dann kann man hier schön auch die Sachen zuschneiden. Ich schaue mal, dass ich ein bisschen den Text mit dazu kriege, weil ich dann den Maßstab mit, also lesen kann, ja, habe ich sogar unten noch so ein Maßstab angegeben. Jetzt hat er das gar nicht gemacht. Habe ich irgendwas? Mach es nochmal. Also zuschneiden. So. So, jetzt hat er es gemacht.
Jetzt der Lageplansfaktor ist 250, also hier gehe ich jetzt in die Eigenschaften, gehe jetzt hier auf 250. So, dann haben wir hier den Lageplan, das hat er mir den jetzt unten reingeschoben, oder? Ne, hier oben ist er. So, und schiebt das, gut, kann ich hier oben erstmal auch stehen lassen, das passt hier oben auch. So, zur Kontrolle können wir nochmal so ein Maß nochmal checken. Ja, ich empfehle immer mal so ein Kontrollmaß zu nehmen. Nehmen wir hier diesen Abstand, messen den aus, gehen also hier auf Abstand und messen hier die Länge aus. Und da haben wir hier ungefähr 1100, also circa 1200. Ja, das passt, das mit dem Maßstab passt also. Und das machen Sie jetzt einfach, ich will jetzt nicht die Zeit hier zu sehr in Anspruch nehmen, machen Sie mit allen Abbildungen durch, ja, die wir hier verwenden wollen. Ich werde den Film mal anhalten und das schnell machen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich alle Abbildungen hier erzeugt habe. Also im Prinzip kopieren, skalieren und neu zuschneiden, sodass alle Abbildungen dann hier rumliegen. Also bis gleich. So, jetzt bin ich fertig mit den Erzeugen aller Ansichten. Was Sie hier sehen, sind erstmal nur die Grundrissdarstellungen. Also hier das OK, das war ja eh schon fertig. Dann habe ich mir das kopiert. Und das, wie sagt man hier, diese Begrenzung, wie heißt das, Zuschneidegrenzen habe ich quasi entfernt und wieder neu gemacht, den Maßstab eingestellt, den Layer auch zugeordnet, ganz wichtig, habe ich vorhin vergessen zu sagen. Und das ist dann das EG-Vorlage, ja, dann das wäre dann hier die KG-Vorlage, auch hier wieder neue Zugrenze, neue Begrenzung, neuer Layer, neuer Maßstab gegebenenfalls. Und hier der Lageplan. Ja, die Ansichten und die Schnitte habe ich auch schon gemacht, die zeige ich später, die sind momentan ausgeblendet, liegen schon auf den Layern. Ja, wir verwenden quasi eine Vorlage, ganz wichtig, die Vorlage wird nur einmal eingefügt. Wo ist jetzt hin hier oben? Ja, man sieht immer nur eine Vorlage drin, sie wird einfach nur, wir verwenden nur verschiedene Ansichten dieser Vorlage, ja, mit entsprechendem Maßstab. Ja, ganz wichtig. Und jetzt würde ich empfehlen, bevor wir jetzt hier das Ganze übereinander schieben, noch den Layer-Status einzurichten. Ja, weil wenn wir jetzt zum Beispiel anfangen, hier das Erdgeschoss hier auch hier unten auszurichten, damit die halt genau übereinander liegen, dann ist es ganz praktisch, dass wir dann auch dann besser ausschalten können, sodass wir halt, weil wenn die quasi direkt übereinander liegen, lässt natürlich kaum damit arbeiten. Ja, deswegen mache ich jetzt schon mal den Layer-Status und fange schon mal an, die Layer-Status-C zu erstellen. Das können wir hier machen. Gehen wir hier also auf Layer-Status und dann hier Status verwalten. Jetzt geht das hier auf und wir können jetzt hier einen Layer-Status erzeugen. Und ich möchte erstmal jetzt den Layer-Status erzeugen, dass ich nur das Obergeschoss sehe. Wie geht das? Ich gehe auf einen neuen Layer-Status, nenne den OG Vorlage, also OG VL und schreibe hier rein, alle übrige Grund, also übrigen Grundrisse ausgeschaltet. Übrige Grundrisse aus. So, hier fehlt noch ein E. Das können wir gleich mal kopieren. Das brauchen wir dann. Und gehe jetzt hier rein auf OK. Jetzt kann ich hier also den Layer-Status bearbeiten. Sie sehen jetzt hier quasi sämtliche Layer, aber eigentlich interessieren mich hier nur die Layer, die jetzt übereinander liegen. Ja, deswegen haue ich mal alles andere raus, was ich jetzt nicht brauche. Markiere erstmal alles, Steuerung A, und sage, okay, ich brauche eigentlich nur die, die übereinander liegen. Das ist dieser, dieser, dieser. Genau, und die restlichen kann ich erstmal rausschmeißen. So, und wenn ich jetzt das EG sehen will, ja, dann sollte das KG aus sein, der Lageplan aus sein und das OG. Fertig. Wenn man will, kann man noch das Sperren hier aktivieren, ja, aber würde ich jetzt erstmal nicht machen, ja. Kann man ganz zum Schluss machen. Zumal es bei uns in unserem speziellen Fall sowieso nicht so viel bringt, ja, weil wir nicht konkret direkt nachzeichnen können. So, gehen wir auf OK. Leider können wir das hier, glaube ich, nicht kopieren, meines Wissens. Bearbeiten, aktualisieren, umbenennen, ja, es sieht nicht so aus, als ob man es kopieren kann. Ja, und das mache ich jetzt mit allen anderen Geschossen so durch, ja. Halt den Film jetzt nochmal an. So, jetzt bin ich damit fertig. Hab mal die Layer Status hier erstellt. Und wichtig ist hier auch nochmal, ich habe mich ja, hier geht's, mir geht es ja bei diesem Layer-Status ja nur darum, dass er, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Lageplan gehe, ich kann es ja nochmal zeigen, dass mir dann den Lageplan anzeigen, alle anderen, die jetzt im Wege wären, weil sie übereinander liegen, ausschaltet. Ja, und das habe ich mal so durchgemacht für alle Layer-Status hier. Und hier, wenn Sie jetzt auf Layer, ist ganz wichtig, diese Einstellung, ja, da ich ja die anderen Layer gar nicht mit berücksichtige, die auch noch eine Rolle spielen, ja, habe ich jetzt
durch diesen Haken hier ausschalten. Ja, es soll im Prinzip nur dafür sorgen, dass ich das EEG sauber sehen kann und die anderen ausgeschaltet sind. Was bei den anderen Layern sind, die mir nicht im Weg liegen, die soll er einfach ignorieren. Ja, deswegen tue ich diese Option deaktivieren. Wichtig, sei nochmal erwähnt, Sie können hier auch nochmal, wenn Sie auf Wiederherstellen gehen, einstellen, was wollen Sie eigentlich wiederherstellen. Er standardmäßig immer alles ausgewählt. Wir benutzen das eigentlich nur für ein, aus und gefroren, aber rein theoretisch können Sie das auch für alle anderen Eigenschaften mitverwenden. Ja, ist vor allen Dingen dann interessant, wenn Sie die auch noch mit ändern wollen. Machen wir jetzt in unserem Fall nicht, aber ich will es halt nur mit erwähnen, ja, dass das normalerweise auch wiederhergestellt werden kann über so einen Leerstatus. Und dass das sich nicht nur auswirkt auf die Einstellungen, die hier die Sichtbarkeit betreffen. Deswegen ganz wichtig, diese Einstellung. Das ist vor allem dann interessant, deswegen erwähne ich das, wenn Sie mit Leerstatus relativ früh anfangen und dann anfangen, im Nachhinein noch die Formateigenschaften von den Leeren zu verändern, aus irgendeinem Grund. Ja, dass Sie dann irgendwie, was weiß ich, da eine andere Farbe wählen oder so. Und sich dann wundern, wenn Sie den Leerstatus aktivieren, warum immer diese Formateigenschaften, die Sie im Nachhinein geändert haben, wieder rückgängig gemacht wurden. Ja, und das liegt einfach daran, weil Sie hier damals, wo Sie den Leerstatus erzeugt haben, vielleicht diesen Layer mit drin haben, ja, mit berücksichtigt sind. Und das sind halt dann diese Einstellungen mitgespeichert worden, ja, was weiß ich, rote Farbe und so weiter. Ja, wenn Sie jetzt diesen Leerstatus wieder aufrufen und wiederherstellen und das ist hier halt angeklickt, dann wird halt die Farbe wieder zurückgesetzt. Ja, das ist, wie gesagt, wichtig zu berücksichtigen, wenn Sie relativ früh, wie in unserem Fall, mit diesem Leerstatus arbeiten und wenn Sie nicht, wie ich es hier mache, explizit im Leerstatus nur die Layer mir anschaue, die jetzt wirklich relevant sind und die anderen komplett ignoriere. Ja. Genau dasselbe mache ich dann aber auch nochmal mit Schnitten und Ansichten, ja, weil die ja auch übereinander liegen. Ja. Aber bleiben wir erstmal bei den Grundrissen, gehe jetzt erstmal auf Schließen. Und jetzt habe ich das gemacht. Jetzt habe ich hier, sehe ich halt jetzt nur den Lageplan. Jetzt mache ich nochmal die anderen wieder ein. Also hier KG-Vorlage mache ich hier nochmal an und OG-Vorlage. Dann sieht man nochmal die Grundrisse. Und EG-Vorlage. Hier so sah das jetzt aus. Und jetzt können wir anfangen. Also habe ich noch zu viel eingeschaltet. Irgendwo ist noch was zu viel. HG-Vorlage, Konstruktion bleibt. Lageplan, Schnittvorlage. Machen wir es mal aus. Nur muss die Grundrisse kümmern. Ja, und jetzt können wir hier das entsprechend ausrichten. Ja, jetzt sind diese drei Grundrisse. Und der passt eh schon. Und jetzt können wir anfangen, hier uns um die einzelnen Grundrisse zu kümmern. Die einfach jetzt hier in den Ursprung zu legen. Ja. Das heißt, ich fange jetzt hier an, zunächst mit den Erdgeschoss, dann Kellergeschoss und dann den Lageplan. Beim Lageplan ist es noch ein bisschen tricky, weil den müssen wir auch noch ausrichten. Ja, der ist im Prinzip noch hier nach Norden ausgerichtet. Und ich empfehle, wenn Sie jetzt hier so arbeiten, den Projektnorden zu verwenden und nicht den geografischen Norden. Ja, deswegen werde ich jetzt den Lageplan eindrehen, aber die anderen Bilder, also die anderen Abbildungen sind alle nach Projektnorden ausgerichtet. Ja, das ist, glaube ich, einfacher im Workflow, nur den Lageplan entsprechend einzudrehen als sämtliche anderen Abbildungen. Aber fangen wir erstmal an, jetzt hier das entsprechend auszurichten. Kennen Sie ja eh schon. Einfach hier runterschieben. Wem stört, kann noch das OG ausmachen. Ja, und jetzt kann ich hier das Ding anklicken. Gehe auf Start, dann auf Verschieben. Suchen wir hier den Punkt. Der ist hier. Schaut, dass ich möglichst die Mitte erwische, wenn man es genau machen will. Und gebe dann die Koordinaten, die Befehlszeile ein, 0,0 und fertig. Ja, jetzt ist das hier in der Ecke unten. Ja, könnt ihr jetzt nochmal zum Spaß hier die OG-Vorlage einschalten, das kontrollieren. Ja, und ach so, was wir noch machen müssen, das fällt mir jetzt gerade auf, eventuell noch die Transparenz aktivieren. Ne? Die ist momentan nicht eingeschaltet, jetzt ist er eingeschaltet und jetzt kann ich hier auch durchgucken. Ja. So, jetzt mache ich hier mal die weiteren aus. Also jetzt hier OG-Vorlage machen wir aus und EG-Vorlage machen wir aus. Und aktiviere jetzt hier das Ding, gehe noch auf Transparenz, hatte ich vorhin vergessen anzuschalten, gehe dann auf Verschieben und nehme hier die Ecke. Hier ist ein bisschen schwieriger, jetzt haben wir keine Linie mehr, sondern nur noch eine Kante. Also nehmen wir 1 zu 200, ich nehme mal das so und schiebe das Ganze in den Nullpunkt. Fertig. Und kann jetzt die KG-Vorlage ausmachen. Wo ist sie hin? Hier. Jetzt kommt der Lageplan. Und hier muss ich jetzt schauen, dass ich den erstmal nach Norden eindrehe. Ja, also das hier, dass das Gebäude im Prinzip hier ausgerichtet ist. Jetzt können wir allerdings Folgendes machen. Wir haben ja hier unsere Konstruktionslinie und jetzt können wir mit dem Befehl Ausrichten arbeiten. Ja, Sie erinnern sich vielleicht, in anderen Tools habe ich das gezeigt.
müssen wir gar nicht groß rumdrehen, sondern wir klicken einfach, wir schieben den einfach hier in den Punkt schon mal unten rein. Ja, das ist ja dieser Punkt. Oder wir können es auch drehen, müssen das nicht so kompliziert machen. Also gehen einfach auf erstmal verschieben, schieben das Ding hier unten rein. Schauen Sie den Punkt hier ordentlich erwischen. Das ist ja so ein bisschen tricky. So, ich denke mal, so soll das passen. Sagen hier 0,0. Jetzt haben wir den hier unten und drehen das ganze Ding jetzt bloß noch an unserer Konstruktionslinie. Klicken hier nochmal drauf, machen das den Hintergrund transparent, dass wir hier durchgucken können. Jetzt sehen wir hier unsere Konstruktionslinie. Klicken hier wieder drauf, gehen auf Start, dann auf Drehen, wählen den Nullpunkt als Drehpunkt und gehen alle jetzt auf Bezug. Ja, geben den ersten Punkt ein, der ist wieder bei 0,0. Und wählen jetzt hier diese Bezugskante aus. Die müssen wir natürlich jetzt hier möglichst gerade erwischen. So, und jetzt können wir hier übers Ortho das nach unten eindrehen. Macht das Ortho noch an mit F8. Oder klick hier drauf und habe das jetzt hier entsprechend ausgerichtet. Ja, ich muss, ach so, ich muss ja aufpassen. Eventuell sind das hier meine Außenkanten von der Wand. Das könnte vielleicht noch ein Problem sein. Dazu mache ich hier nochmal das Obergeschoss an. Und ich glaube, dass ja diese Wandstärke ist die, ist quasi die Dämmung. Ich habe das ja auf der tragenden Wandschicht liegen. Eventuell muss man mal korrigieren. Das Obergeschoss an. Jetzt sehen wir natürlich hier nie wirklich durch. Wir können vielleicht das mal drunter legen, ja, dass diese Zeichnung hier anklicken, dann rechte Maustaste und sagen hier Zeichnungsreihenfolge ganz unten. Jetzt liegt unser Obergeschoss drüber, das ist allerdings noch nicht transparent gestellt. Klicken jetzt das Obergeschoss an und sagen hier Transparenz. Jetzt können wir hier durchgucken. Und ein bisschen kauderwelsch, aber nee, es sieht nicht gut aus, ja. Also hier müssen wir noch ein bisschen man sieht hier, ne, die Ecke und hier ist die Ecke. Also hier müssen wir noch ein bisschen justieren. Da können wir nochmal das Bild hier anklicken und auf Verschieben gehen. Und ich sage ganz genau, kriegt man es sowieso nie hin, aber dass wir so ein bisschen das jetzt hier in die Ecke schieben. Otto noch an, das muss man ausmachen. Und sage, okay, das sollte hier ungefähr die Ecke sein. Vielleicht sogar die hier mit dem Putz noch dazu. Ich weiß nicht genau, den Putz auch noch mit dazu nehmen. Mal gucken. Und jetzt sieht es besser aus. Ne? Da ist die Linie hier. Das sieht immer noch. Irgendwie hat das jetzt nicht funktioniert. Also hier ist immer noch die Kante von der Wand. Machen wir es nochmal. Irgendwie hat er da jetzt hier gesprungen, oder? Na, also eigentlich hätte er das hier herschieben müssen. Sieht man das? Und die Kante müsste hier sein. Also nochmal, wir klicken das Bild an, gehen auf Start, dann auf Verschieben und sehen zu, dass wir hier die Ecke hier. Otto ist alles ausgeschaltet, auch kein Objektfang an, also das sollte hier in diese Richtung gehen. Jetzt hat er es gemacht, da vorne irgendwas verklickt. Ja, jetzt sieht man, jetzt stimmt das, ne? Sieht, das sind die Außenkonturen, ja. Hier diese Ecke, ist ja beim Lagerbau auch nicht ganz so wichtig, aber das sollte jetzt passen. Ja. So, jetzt haben wir das entsprechend ausgerichtet. Also, das ist jetzt in Ordnung. Okay, so, jetzt haben wir die Grundrisse alle gemacht und jetzt sehen wir, wozu der Layout-Status gut ist. Ne? Jetzt ist natürlich, liegen die alle übereinander. Wenn ich aber jetzt sage, hier zeigen wir das Erdgeschoss, dann sehe ich das Erdgeschoss, zeigen wir das Kellergeschoss, Kellergeschoss, Lageplan und Obergeschoss. Ja. So, jetzt machen wir das Ganze, den Ganzen noch mit den Schnitten. Ja, da müssen wir schon ein bisschen was beachten. Ich gehe jetzt hier auf, lass mal den Grundriss EG an, den lässt sich am besten sehen und mache hier mal die Schnitte an und den Rest aus. So, hier sind meine Schnitte und habe ich schon mal die richtige Seite gelegt, ja, auch im Maßstab gebracht, die Layer zugeordnet und so weiter. Und jetzt möchte ich hier noch das entsprechend eindrehen. Ja, das muss natürlich jetzt, wenn ich jetzt hier ist meine Schnittachse, man sieht hier und ich schaue im Prinzip nach rechts. Das bedeutet,
Das Ding muss noch gedreht werden, damit das richtig passt. Dazu drehe ich das Ganze erstmal. Hier ist hier drauf. Und ach so, jetzt könnte man eventuell, wenn wir besser arbeiten können, hier noch, ja, tun wir erstmal drehen und danach tun wir zunächst den Schnitt drehen. Also wähle das hier erstmal hier als Drehpunkt und drehe das hier einmal um, mach Otto an. So, und jetzt haben wir den hier entsprechend eingedreht, dass der zu dieser Schnittachse passt. Und jetzt tue ich jetzt hier den Bildschirm drehen, also den Arbeitsbereich besser gesagt drehen, nicht den Bildschirm, der wird ja gleich, sondern ich drehe meinen Arbeitsbereich in AutoCAD, dass mein Schnitt oben liegt. Da kann ich besser sehen, besser verfolgen. Und jetzt kann man hier noch den Schnitt entsprechend ausrichten. Ja. Und hier könnte man jetzt, wenn man jetzt mit Raster arbeiten wollte, dass den Hintergrund transparent schalten, dann das Raster sich noch einstellen. Ja, wie gesagt, macht in unserem Fall wenig Sinn. Ich möchte es trotzdem zeigen. Kann das sein, dass es Anwendungsfälle gibt, wo es Sinn macht? Und sich jetzt hier noch ein Raster auswählen. Ich wähle hier mal ein 10er Raster. Ja, wer mit Baurichtmaß arbeiten will, kann auch ein 12,5er Raster wählen. Ich mache hier mal ein 10er und aller halben Meter soll er dann eine Hauptlinie haben. So, das ist okay. Wir wollen ein adaptives Raster haben. Ich würde mal sagen, nein. Und Rasterbegrenzung anzeigen. Ja, können wir lassen. Gehen auf OK. Und jetzt habe ich hier mein Raster. Und jetzt könnte ich jetzt hier noch die Höhe auch noch übers Raster machen. Ich meine, man sieht ja auch hier meine Konstruktionslinie, die liegt eh schon im Raster. Das habe ich sowieso, weil sie ja im Nullpunkt liegt. Ne? Und jetzt kann ich an diesem Punkt hier ausrichten. Klicke jetzt hier das Bild an, gehe auf Start, dann auf Verschieben. Und Rasterfang ist alles erstmal aus. Otto mache ich auch aus und wähle hier jetzt ein Punkt, ja, der jetzt im Raster liegen sollte. Von der Höhe her nehmen wir mal vielleicht diesen hier. Ja, also diesen hier. So. Und jetzt könnte ich hier das entsprechend justieren, dass dann quasi was die horizontale Richtung angeht, soll sich an dieser Linie orientieren und die vertikale Richtung soll im Raster liegen. Mache das Raster jetzt hier an, den Rasterfang, gehe jetzt auf einen Punkt hier, der jetzt hier auf dieser Linie liegt und auch im Raster, so ungefähr. Und jetzt habe ich hier das einmal hier an dieser Linie hier ausgerichtet, aber auch hier im Raster liegt dieser Punkt in der Höhe. Ja, so dass die Höhen auch ungefähr dem Raster folgen. Wer das verwenden will, ich will es nochmal gezeigt haben. Ja, ich mache es mal wieder aus, weil es wie gesagt bei uns wenig Sinn macht. Und jetzt habe ich hier mein ausgerichtet, kann man es auch nochmal kontrollieren. Ja, man sieht hier ist dieser Vorbau. Hier geht es rein, auch das passt. Man kann jetzt auch schön mit dem großen Fadenkreuz fluchten. Ja? Das ist ja auch der Grund, warum wir das überhaupt so umklappen. Ja? Und dasselbe Spiel mache ich jetzt hier drüben, ja, auf der anderen Seite. Ja, ach so, jetzt können wir natürlich noch bei der Gelegenheit, wenn wir immer hier sind, jetzt gleich noch die benutzerdefinierte Ansicht einrichten, ja, für unseren Schnitt, dass wir sagen, okay, wir wollen natürlich jetzt, wenn wir jetzt den Arbeitsbereich eingedreht haben und Osten oben liegt, haben wir erstmal hier ein Problem mit dem Fadenkreuz, das ist nämlich X ist jetzt vertikal und Y wäre horizontal, das ist natürlich unschön zum Arbeiten. Deswegen werden wir hier das nochmal ändern, machen jetzt hier benutzerdefiniertes BKS, klicken also hier drauf, schieben das hier und schieben das hier meinetwegen in die Ecke rein. So. So, und drehen das hier nochmal um. Ich habe jetzt das Ganze über Raster ausgerichtet, sodass jetzt hier das hier mein Koordinatensystem ist, liegt jetzt hier innen. Man könnte es auch außen legen, was denen jetzt lieber ist. Wir haben eigentlich die ganze Zeit immer außen gefluchtet, aber ich sehe gerade, das ist glaube ich in dem Fall nicht so günstig. Wer will, ja, kann das auch hier auf unsere Achse legen, ja, auf diese Fluchtachse. Oder wer mit zwei Achsen gearbeitet hat, kann sich hier mal die zweite Achse auswählen. Ja, ich lege sie einfach mal jetzt hier rein und dann rechte Maustaste und speichere das ab, benannt es BKS und speichere das jetzt hier als Schnitt Ost ab. Das ist halt mein Arbeits-BKS für den, wenn ich im Schnitt Ost arbeiten will, dann später. Und das finde ich jetzt hier wieder. Ja, und jetzt könnte ich mir diese Ansicht noch abspeichern. Ja, achten Sie darauf, wenn Sie jetzt die Ansicht speichern, dass Sie hier wie soll ich sagen, den Layer vorher zugeordnet haben. Ja, weil das ist wichtig. Ja, das ist jetzt hier auf dem richtigen Layer auch drauf, weil sonst müssen Sie die Layer wieder aktualisieren. Das passt und jetzt gehe ich hier auf Ansicht, dann auf neue Ansicht, nenne die Ansicht Schnitt Ost.
Je nach weitere Einstellungen. Leerschnaps, das wird mitgespeichert, das macht Sinn. Da brauche ich den Status nochmal extra dann aktivieren und BKS nehme ich auch gleich mit. Der Rest ist für uns uninteressant im 2D. Ich werde noch die Anzeige ein bisschen zuschneiden, gehe also auf Fenster definieren und mache das Fenster genau passend hier für meinen Schnitt, damit es dann optimal reinzoomt. So. So, fertig. Gehe auf OK und beende das Ganze und habe jetzt hier diese benutzdefinierte Modellansicht erzeugt. Ja, gleich mit allem drum und dran. Ja, und dasselbe Spiel mache ich jetzt hier auf der anderen Seite. Das werde ich mal überspringen. Ja, da werde ich den Film mal anhalten, werde ich damit nicht langweilen. Ich komme dann wieder ins Tutorial hinein, wenn es um die Ansichten geht, weil da muss noch was beachtet werden. Also bis gleich. So, jetzt geht es weiter. Und zwar werden wir jetzt hier, ich habe jetzt hier schon mal wie angekündigt, hier den Schnitt, die Schnitte gemacht. Also den einen habe ich alleine gemacht, den vorher habe ich gezeigt. Und ich habe eigentlich noch was vergessen. Was gilt vor allen Dingen für diejenigen, die jetzt hier dieses Haus verwenden. Und da geht es ja darum, dass jeder einen gewissen individuellen Unterschied hat, ne? Dass nicht alle dasselbe Haus machen. Und ich blende mal die Aufgabenstellung ein. Ja, da geht es ja darum, dass man sich hier die Länge und die Breite des Hauses nochmal individuell anpasst bezüglich der Matrikelnummer, ja, bezüglich Matrikelnummer. Und nehmen wir dieses Beispiel hier und damit Sie es im Nachhinein wieder korrigieren müssen, Ihre Vorlagen, empfiehlt es sich hier einfach, dass schon mal vorher die Außenkonturen des Hauses einzugeben. Ja, das sehen wir hier, das ist quasi eine Länge von 12,35 und eine Höhe von 8,35. Und das mache ich jetzt hier nochmal. Hätte ich eigentlich eher machen sollen, aber besser spät als nie. Ja, und man könnte das jetzt mit dem Rechteck vielleicht machen oder macht das auch gleich mit diesen Konstruktionslinien. Ich mache es mal mit den Konstruktionslinien, weil die kann ich dann auch später für meine Schnitte verwenden. Deswegen mache ich mir die Außenkonturen von meinem Haus, was ich später selber zeichnen soll, hier jetzt nochmal rein über die Konstruktionslinien. Gehe also hier auf HK, brauche den entsprechenden Layer dazu, der ist momentan weggefiltert. Also gehe ich jetzt hier in meinen Layer und mache den Layer für AK aktuell. So, hier ist der Schalter dafür. Und zeige mir jetzt hier die Konstruktionslinien für mein späteres Haus. Das sind die Außenmaße. Und gehe also hier wieder auf Start, dann hier auf Konstruktionslinien. Zeichne die erste jetzt hier durch den Nullpunkt. Und richte jetzt nach hier oben auf. Die nächste zeichne ich hier unten durch. Wobei es genügt vielleicht sogar, nee, lass mal, geh mal rückgängig, wenn man jetzt dieses alte Hilfs, wenn wir es weiterverwenden, dass man sagen, okay, der Nullpunkt bleibt gleich, wir machen bloß die Höhe und die Breite, die Länge anders, dann können wir die sogar lassen und machen einfach hier gleich, nehmen wir die einfach und machen bloß die Breite anders. Also gehen jetzt hier drauf, klicken hier in der Mitte den Punkt an, gehen hier unten auf Kopieren und geben jetzt hier die Koordinaten ein. Also die neue Höhe müsste sein 835, da wäre das 0,835. Enter. Ja, und dann diese Linie wäre dann, das wäre die neue Breite von dem Haus. Man sieht, kommt ein bisschen was dazu. Ja, und hier auch wieder nehmen wir diese Linie und schieben die hier rüber. Und das hätte dann die neue Länge von 12,35,0. Alter, vergessen zu kopieren. Shit. Also nochmal dasselbe. Gehen also hier rein und müssen vorher noch das Kopieren aktivieren, dass nicht verschoben, sondern kopiert wird. Und 12,35,0 wären jetzt hier die Maße. Jetzt tue ich hier noch den Layer wechseln, ja, und sage hier, das ist der Layer Hilfskonstruktion. Ja, und das wäre jetzt hier mein Neumal. Warum habe ich das gemacht? Naja, weil ich jetzt eben ein bisschen gucken wollte, dass jetzt hier dann später meine Schnitte dann im Weg liegen. Ja, ich muss halt ein bisschen schauen, dass mir die jetzt in den Weg liegen. Das sollte aber ja eigentlich passen. Ja, da komme ich eigentlich hin. Ja, und auch achten Sie da auch später im Lageplan drauf. Ja, weil Sie müssen halt schauen, ob Sie das Haus, wie Sie das machen müssen in Ihrem Fall. Ja, in meinem Fall mache ich es mal so. Ich mache jetzt gleich mal den Lageplan an und gucke mal, ob die Abstandsflächen noch funktionieren. Jetzt kann ich hier einfach reingehen und sagen, Lageplan an. Und da sehen wir gehen jetzt hier, haben wir noch genügend Platz. Ja, die paar Meter können wir uns schenken, müssen wir nichts groß lassen. Und hier nach rechts mache ich jetzt mal eine Messung und schauen mal nach, ob der Abstand noch passt. Also, Objektfang an.
Also das war der falsche Button. Dieser hier und dieser. Mann. Jetzt haben wir es. Und hier ist die Grundstücksgrenze und da haben wir 4,15 Meter oder so. Das passt noch. Ja, die 3 Meter sind eingehalten. Also ich könnte jetzt, wenn ich jetzt das Gebäude hier neu zeichne mit den neuen Maßen, ja, da könnte ich jetzt die einfachen Eckpunkte übereinander legen. Ja, und sage, okay, meine Vorlage, die bleibt da im Eckpunkt und ich tue das quasi nur in diese Richtung hier erweitern. Ja, es könnte aber auch sein, ich weiß nicht genau, wenn jetzt Ihr Haus zu groß wird, dass Sie das dann neu positionieren müssen, ja, in Ihrem Lageplan, um gewisse Abstandsflächen einzuhalten, etc. Ja, aber jetzt mit dem Beispiel, was ich hier gewählt habe, ist die Längenänderung so gering, dass ich theoretisch, wenn ich will, einfach hier das in diesen Punkt ausrichte. Ja, man könnte auch einen Mittelpunkt wählen, ja, und das dann quasi die Vorlage über den Mittelpunkt zentrieren. Ja, aber ich finde diese Sache hier einfacher und ich würde sie im Mittelpunkt sinnlos kompliziert machen. Ja, also so, das nochmal ein Hinweis, das vielleicht vorher noch zu berücksichtigen. Und jetzt machen wir den ganzen Spaß nochmal mit den Ansichten, dass die auch passen. Und dazu mache ich erstmal jetzt die Schnitte aus, also Lageplan aus. Der ist jetzt auch ungünstig. Also hier Lageplan machen wir aus und die Schnitte machen wir aber auch aus. Das hier unten machen dafür die Ansichten an. So, die liegen jetzt hier. Wir brauchen jetzt noch einen Grundriss zum Ausrichten, zur besseren Orientierung. Nehmen wir das EG, das lässt sich am besten sehen. Und jetzt muss Folgendes beachtet werden, hatte ich auch im Unterricht schon mehrfach gesagt, bei diesem Thema. Bei den Schnitten war es natürlich klar. Ja? Also wir gucken quasi, wir stehen hier, schauen in die Schnittrichtung und können jetzt den Schnitt quasi so in dieser Ebene umklappen, ja, in der Grundrissebene. Also wir schauen quasi von innen nach außen und sehen auch die Wände von innen. Ja, wenn wir allerdings eine Ansicht betrachten, ja, dann schauen wir quasi von außen auf die Wand drauf in diese Richtung. Und wenn ich mir jetzt aber die Wand hier umgeklappt denke, ja, dann muss ich quasi von unten dann auf dieses Bild drauf schauen, damit ich auch die Wand auch von außen sehe. Würde ich von oben drauf schauen, ja, dann würde ich die Wand von innen sehen. Ja, das ist halt wichtig, was man beachten muss, wenn man mit Ansichten arbeitet, wenn man die umklappt, ja, dass man dann im Prinzip von unten immer auf die Ansicht drauf schauen muss. Und das muss man jetzt auch machen, ja. Das heißt, man nennt das auch Deckenplan, ja, man quasi von unten nach oben schaut. Die ganze Zeit haben wir von oben nach unten geschaut. Das geht bei den Grundrissen, geht beim Lageplan, geht bei dem Schnitt. Ja. Aber bei den Ansichten, wenn wir die umklappen wollen, können wir das nicht so machen. Ja. Da gehen wir jetzt von unten drauf, gehe also jetzt hier auf Ansicht, schalte jetzt hier um auf von unten. Ja, achten Sie darauf, er zeigt beim ViewCube trotzdem oben an, aber hier, das ist entscheidend. Ja. Jetzt schauen wir quasi von unten auf unsere Abbildung. Jetzt sieht man auch jetzt hier, der Text ist jetzt hier gespiegelt. Ja, also wenn wir von unten drauf gucken, müssen wir das Ganze wieder zurückspiegeln. Ja, ich fange mit dieser Ansicht hier oben an, gehe also jetzt hier auf Spiegeln, klicke die Ansicht an und spiegel das hier einmal in diese Richtung. Wenn wir das Original löschen, sagt man ja, jetzt können wir den Text wieder lesen. Ja, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, wenn wir den Text hier lesen können, dann wissen wir schon, die Ansicht ist gut richtig ausgerichtet. Jetzt kann ich wieder dasselbe Spiel machen. Jetzt muss ich allerdings, ich weiß gar nicht, ob jetzt hier ein Schnitt mit dabei war. Muss ich direkt mal gucken, ist der Schnitt hier mit dabei? Auf der Seite ist der Schnitt Nord. Gab es hier einen Schnitt Nord? Hier ist ein Schnitt. Und hier ist ein Schnitt. Nee, nee, hier oben gibt es keinen Schnitt. Ja, da kann ich jetzt noch frei hier agieren. Ich mache vielleicht das Ganze nochmal über. Ja, machen wir die schnell fertig hier, ist ja egal. Ja, also mache die Schnitte nochmal aus. Wobei ist auch egal. Ja, ich lasse es doch mal aus, ja. Und hier muss ich jetzt, normalerweise muss ich, also wo kein Schnitt vorhanden ist, dann muss ich die Ansicht nur am Grundriss ausrichten. Wäre noch ein Schnitt vorhanden, dann empfiehlt es sich auch, die Ansicht auch noch am Schnitt auszurichten, nicht nur am Grundriss. Ja, aber in unserem Fall gibt es ja keinen Schnitt, also können wir hier das über den Grundriss machen. Klicken also die Ansicht an und ich nehme jetzt hier diese Linien zur Ausrichtung, gehe also auf Start, dann auf Verschieben. Wähle jetzt hier einen Punkt aus zum Ausrichten. Wie war das immer? Die Außenkante, ne, hatte ich genommen. Also wäre das dann, nehmen wir diese hier, diesen Punkt hier unten. So. So. Ach so. Ja, lassen wir es so. Wie gesagt, die Höhe ist eh egal. Ich werde trotzdem das Raster noch aktivieren. Als alter Gewohnheit macht das Ortho aus. Und richte das Ganze jetzt hier aus. Ich hoffe mal, ja, das funktioniert. Kann ein bisschen runtergehen. So, gehe über diese Linie. So,
Und das kann ich nochmal kontrollieren, ob das soweit passt. Ja, also das sind hier meine Wände. Ups, da ist, glaube ich, doch, doch, das sind die Innenwände. Das ist die Dämmung. Ja, das passt. Ich schaue jetzt hier rauf, sehe jetzt hier die Türen. Kann das schön fluchten und das kontrollieren. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ja, und hier die Außenwand passt auch ganz gut. Ja, okay, das passt soweit. Wie gesagt, kann ich noch das BKS hier ausrichten und die Ansicht abspeichern. Klicke also hier auf mein Koordinatensystem, schiebe das jetzt hier hoch und lege das jetzt hier meinetwegen rein. Mache das Raster nochmal aus. Und mache meinetwegen jetzt hier mein BKS hin. Ist eine Geschmackssache, wo sie es hinlegen. Ich mache sie einfach ins Erdgeschoss und speichere das ab. Rechte Ma also anklicken, rechte Maustaste, speichern und nennen das jetzt Ansicht Nord. Und wenn wir das haben, können wir auch noch die gleiche Modellansicht dafür erzeugen. Also gehen jetzt hier auf Ansicht, Registerkarte Ansicht, neue Ansicht, geben deren Namen. Das ist die Ansicht Nord. Und gehen ja noch auf Leerschnappschuss erstellen, Ansicht Nord passt und noch Fenster auswählen, dass man das sauber ausschneiden. Wer will, ja, wer darauf Wert legt, macht den Objektfang aus, dass der mich jetzt hier nicht behindert und schneide die Ansicht hier nochmal sauber aus. So, und gehe auf Enter. Okay, und fertig. Jetzt machen wir nochmal eine Ansicht mit dem Schnitt. Zum Beispiel, wo war der Schnitt gewesen? Achso, wir haben da ausgeschaltet. Der war hier unten. Dann machen wir die Schnitte jetzt mal an, bewusst. Ja, und machen wir jetzt die Ansicht hier unten. Gehe also hier auf Drehen. Drehe nochmal. Jetzt ist hier mein Schnitt. Hier ist meine Ansicht. Die ist noch verdreht, ziemlich verdreht. Ja, jetzt nur noch ein bisschen korrigieren. Ich tue nochmal umschalten hier auf WKS. Ja, ist immer besser zum Ausrichten, das WKS zu verwenden, weil das hier in meinen Ausrichtenachsen liegt. Ja. So, das sind meine Ausrichtenachsen für meine Vorlagen, also diese hier. Und ja, jetzt tue ich die Ansicht erstmal eindrehen, dass die wieder passt. Gehe also hier auf Dreh, drehe mal auf 180 Grad, gehe also auf Start, dann drehen, wähle hier irgendeinen Punkt, lassen wir mal bei 0,0 und drehen das Ganze um 180. Ist die sonst wo? Habe ich dir, oh, das habe ich die blöderweise, weil der Punkt 0,0 war jetzt hier irgendwo eingedreht und jetzt ist sonst wo gelandet, weil ich schon diesen Punkt hier gedreht habe. Ich gehe mal auf rückgängig, das war nicht so klug. Ja. Der war zu weit weg, also ich mache den jetzt mal anders. Gehe jetzt hier auf Start und Drehen und mache jetzt den Drehpunkt hier in die Mitte und gebe jetzt hier 180. So, jetzt haben wir die schon mal hier. Der Text ist noch falsch, ja, den können wir noch nicht lesen, dann müssen wir das also nochmal spiegeln. Also klicken hier nochmal drauf und gehen auf Start, dann auf Spiegeln und machen den Objektfang an, wobei es uns lieber egal ist. Hauptsache, machen das Otto an, damit das genau gespiegelt wird und sagen hier löschen, ja. Ne, löschen, ja, genau, ja. So, jetzt können wir auch den Text wieder lesen. Richtig, passt. Wie gesagt, Spiegel müssen wir machen, wenn wir von unten kommen. Ne? Das Fohlen muss man nur drehen bei den Grundrissen, also alles, was wir von oben drauf schauen, da muss man nur drehen. Jetzt schauen wir von unten drauf, deswegen muss er noch zusätzlich gespiegelt werden. Das bitte noch mal in Erinnerung rufen. Ja, jetzt können wir die Ansicht hier ausrichten. Dann muss ich bitte gucken, welches nehmen wir jetzt hier als Orientierungspunkt. Ich glaube, wenn wir jetzt hier dieses Fundament nehmen, ja, das ist, glaube ich, ganz praktisch. Das haben wir auch hier im Schnitt. Genau. Wobei, aufpassen, das ist ein 50er Schnitt. Gibt es da diese Ecke? Ja, diese Ecke hier, von, also die, diese Kante hier. Und die gibt es hier. Ah, die gibt es nämlich hier nicht mehr. Aufpassen. Ja, also im Schnitt, das kann ich vorhin gestutzt. Ja, hier gibt es so einen Überstand. Den gibt es hier nicht. Ja, hier ist das irgendwie bündig. Wobei, ist das die falsche Seite hier? Nee, nee, ist hier dasselbe. Da ist irgendwo. Ja, okay, es kann ja sein, dass hier im Schnitt das halt irgendwie aus irgendeinem Grund, achso, weil es durch die Treppe geht irgendwie, dass es da halt diese Überstand nicht gibt. Nehmen wir einfach die Kante hier drüben, ja, da gibt es den Überstand auch. Nehmen wir einfach diese Ecke hier, ja. Das ist eh die richtige Kante. Nehmen wir die, also gehen ja auf Verschieben. Ausgewählt ist es noch, gehen auf Start, dann auf Verschieben und wählen hier diese Ecke. Sollten wir irgendeine Ecke suchen, die in beiden Ansichten vorhanden sind. Wir müssen immer noch beachten, dass hier verschiedene Maßstäbe verwendet werden. Das macht die Sache nie unbedingt einfacher. Ja, und
gehe jetzt hier rein und setze die Ecke hier erstmal ab. So. Und jetzt liegt die Ansicht hier unten drunter. Eventuell haben wir noch ein Problem mit der Transparenz. Wir sehen momentan nur den Schnitt. Ich lege mal den Schnitt an und sage hier Transparenz. Jetzt sehen wir auch die Ansicht. Und hier ist die Ansicht dazu. Wenn man nicht weiß, was was ist, ist ganz einfach. Sie sehen es am Layer. Ja, und jetzt kann ich sagen, die Ansicht soll im Vordergrund. Also rechte Maustaste und hier sagen Zeichnungsreihenfolge ganz oben. Jetzt liegt die Ansicht ganz oben. Ja, sehen wir den Schnitt momentan nicht, weil die auch wieder nicht transparent gestaltet ist. Und jetzt können wir da durchgucken. Ja, und jetzt können wir da ein bisschen kontrollieren. Und mal schauen, wo man hier irgendwie. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, also ich glaube, auf den ersten Blick kann man sagen, es passt. Ja, hier ist war da in dieser Achse, muss man es eher ausrichten. Ja, die sollte passen. Machen wir den Schnitt mal aus. Und hier sehen wir auch noch mal hier mit dieser Achse, dass hier die Wand. Ja, diese Achse, wir können noch ein Stück rüberschieben, wir die Genauigkeitsfetischisten unter Ihnen, ja, können wir uns auch an dieser Achse orientieren. Wobei, da müssen wir aufpassen, ich weiß nicht genau, ob das jetzt die Dämmung mit dabei ist oder nicht. Ich glaube eher nicht, aber das können wir einfach kontrollieren. Das hier ist die Innenkante der Wand. Halt, jetzt habe ich mich hier verklickt. Na bitte. So eine Maus mit so einem extra Button, wenn ich da drauf komme, da macht er mir hier. Jetzt ist er wieder da. Also, wo ist hier unser Koordinatensystem? Ist immer noch WKS, das passt. Hier ist es. Ah, genau, hier. Und die Achse ist die Außenkante dieser Wand. Genau. Und das sollte eigentlich hier auch die Außenkante sein. Ja, ungefähr ist es auch so. Wie gesagt, man kann es noch ein bisschen korrigieren und schauen, dass es dann genau ineinander liegt, wobei das nicht ganz so wichtig ist. Ja, also. Okay, so, das nochmal zu den Ansichten und Schnitten und dasselbe Spiel mache ich natürlich jetzt in den anderen Ansichten auch noch. Ja, zum Schluss mache ich jetzt noch jetzt BKS noch rein, tu die Ansicht nochmal abspeichern und mache das ganze Spiel im Prinzip mit allen vier Ansichten durch. Das werde ich Ihnen jetzt hier ersparen. Ich werde den Film also nochmal anhalten, beziehungsweise die Aufnahme und dann treffen wir uns erst wieder, wenn die Sachen erledigt sind. So, kommen wir zum Abschluss noch zum Lageplan, diesen einzudrehen, dass der auch nach Norden ausgerichtet ist, falls man das braucht, ja, also nach richtigen Norden. Aktuell ist ja quasi, man unterscheidet sich immer zwischen dem Projekt Norden, den ich halt temporär für Norden nehme, ja, und den richtigen Norden, geografischen Norden. Und ich möchte jetzt den Lageplan auch noch nach Norden ausrichten, komplett, vielleicht um später auf dem Layout den dann nach Norden ausgerichtet zu platzieren. Und hier, dazu brauchen wir den Nordpfeil, ja, der ist hier unten ganz praktisch und müssen jetzt den Modellbereich in diese Richtung drehen. Da müssen wir folgenden Trick wählen. Zunächst müssen wir das BKS an den Nordpfeil ausrichten. Dazu nehme ich hier mein Koordinatensystem und schiebe das hier in den Nordpfeil. So, Moment. So, ich habe einen Raster. Nee, habe ich nicht. So, ich kann also nach Augenmaß machen hier. Machen wir das vielleicht so, jetzt nehmen wir, da wir keine richtige Konturlinie haben, müssen wir schauen, dass wir eine erwischen, nehmen wir vielleicht diese hier. So, und jetzt drehe ich das hier oben ein, dass es hier ungefähr hier an den Nordpfeil ausgerichtet ist. Wie gesagt, man kriegt es nicht so richtig genau hin, weil er nur über die. So. Passt das so? Ja, ich denke, damit können wir leben mit der Genauigkeit. So. Und jetzt müssen wir noch Folgendes machen, dass wir dann den Modellbereich entsprechend eindrehen. Da muss man vor folgende Einstellung achten. Ich gehe mal mit der rechten Maustaste auf den View Cube, gehe hier auf View Cube Einstellungen und hier sollte aktiviert sein, hier View Cube am aktuellen BKS ausrichten. Ja, wenn das aktiviert ist, bei mir ist es eh schon aktiviert, weil es halt vorher eh schon eingestellt, dann wenn ich jetzt nämlich drehe, dreht er sich immer in Richtung, also immer um 90 Grad in Richtung dieses BKS. Also gehe jetzt hier mal auf Drehen. Mal schauen, dass es die richtige Richtung ist. So, und wo ist unser Notfall? Der ist jetzt hier. Jetzt ist natürlich die Drehung nicht ganz optimal. Ja, Y zeigt jetzt nach Norden, also noch ein paar Mal drehen. So, jetzt zeigt es nach hier und jetzt müsste es, glaube ich. Ja. Jetzt zeigt Y, na, X zeigt nach Norden. Nicht Y, ist ja auch egal. Ja.
Richtig. Besser, man tut Y nach und unten zeigen lassen, aber im Prinzip ist es Wurst, ja. Also noch einmal drehen. Jetzt zeigt Norden nach oben. Genau. Ja, jetzt haben wir die Ausrichtung. Ja, jetzt das BKS ist momentan ungünstig, aber wir brauchen das eh nicht. Also wer will, kann das noch schöner machen. Besser immer, wenn Y nach oben zeigt, nach Norden. Aber das ist, im Prinzip ist das eigentlich egal, wenn wir jetzt hier nicht, wenn wir diese Ansicht nicht zum Arbeiten brauchen, kann man das so lassen. Und dann können Sie die Ansicht abspeichern. Ja, also wieder auf Ansicht gehen. Ja, dann neue Ansicht. Und das wäre dann Lageplan, also LP, geografischer Norden. Geo Norden. Ja, und wer will, kann das BKS noch mit dazu nehmen. Ich würde es wahrscheinlich in dem Fall gar nicht unbedingt abspeichern, weil es eben momentan nicht schön gemacht ist. Ja, also schöner wäre es, wenn Y nach oben zeigt. Aber Sie hätten dann die Ansicht und können jederzeit immer wieder abrufen, um halt den Lageplan auch nach geografischen Norden ausgerichtet zu haben. Okay, und wie der normale Norden geht, also der Projektnorden, das ist natürlich kein Problem. Den machen Sie genauso wie die Grundrisse. Sie haben mal gesehen, dass es nicht so, ja, dort, ich will sagen, nicht einfach ist. Ist, glaube ich, schon nicht allzu schwierig. Man muss halt gewisse Dinge beachten und gewisse Tricks vielleicht kennen. Ja, gerade wenn man mit Ansichten arbeitet, dass man da unten drauf schauen muss und dass man die spiegeln muss und so weiter. Dennoch ist es doch nicht unaufwendig, ja, sich sowas zu basteln. Ich denke dennoch, je nachdem, was man damit machen will, dass man sich dann Zeit sparen kann in der Folge, wenn man dann drüber zeichnen kann. Entscheidend ist halt, dass man mit solchen Vorlagen arbeitet, wie in unserem Fall, dass die halt aufeinander ausgerichtet sind. Und sobald ich jetzt hier irgendwie unbewusst hier irgendwas verschiebe, dann ist die ganze Ausrichtung zumindest teilweise dann dahin. Und um das halt zu verhindern, gibt es zwei Varianten. Ja, das eine ist, dass man hier die Layer entsprechend sperrt. Dazu gehe ich ja nochmal in den Filter. Ich hatte es, glaube ich, eh schon erwähnt, aber ich will nochmal darauf hinweisen. Ja, die sind hier erstmal gesperrt, die Vorlagen, so dass ich halt jetzt zumindest erstmal ein Layer bewusst entsperren muss, um überhaupt eine Vorlage zu verändern. Und der nächste Punkt, den man machen kann, um die Ausrichtung zueinander quasi immer zu gewährleisten, dass sie das Ganze gruppieren. Ja, wenn ich hier draufklicke, dann sieht man hier, das ist eine Gruppe. Ja, und ich habe halt hier die dazugehörige Hilfskonstruktion, wie auch die Vorlagen entsprechend gesperrt. Ja, in der Musterlösung habe ich übrigens noch zwei Hilfslinien verwendet. Ja, nicht nur eine, sondern zwei, um die Sachen aneinander auszurichten. Sie können auch nur mit einer arbeiten. Das genügt eigentlich auch. Ja, je nachdem. Gerade was die Vorlagen angeht, genügt, glaube ich, auch eine Hilfslinie. Also einmal in X die X-Achse, einmal die Y-Achse und dann dürfte das genügen. Was das Haus selber angeht, können dann vielleicht zwei praktischer sein. Ja, aber wie gesagt, die Gruppierung ist ganz praktisch. Ja, und das hat man auch in einer Übung entsprechend behandelt. Sie können die Elemente quasi über eine Gruppierung auffixieren, da sind die zueinander fixiert und haben auch nochmal, wir haben sogar den Vorteil, dass sie dann die gesamte Gruppierung dann auch mit einmal verändern können. Ja gut, die Layer sind gerade gesperrt, aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich tue die Layer mal entsperren. Wo sind sie jetzt hin? Hier oben. Und sage mal, Sperre aufheben. Und wenn ich jetzt hier die Gruppe verschiebe, dann kann ich die Gruppe zwar verschieben, aber die Konstellation der einzelnen Vorlagen zueinander bleibt erhalten, weil sie halt gruppiert sind. Ja. Und gerade wenn Sie jetzt vielleicht vorhaben, ja, wenn Sie das Gebäude jetzt neu zeichnen mit neuen Maßen und wollen vielleicht gewisse Konstellationen immer wieder verwenden und Sie wollen meinetwegen die Grundrissvorlage immer so ein bisschen hin und her schieben, wie es gerade passt, ja, dann macht es wirklich Sinn, das zu gruppieren, weil dann würden Sie sämtliche Vorlagen auch immer mitschieben. Ja. Das ist mal ein kleiner Trick und ein kleiner Tipp, wie man das machen kann. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir hören uns vielleicht in einem weiteren Tutorial. Bis dahin und auf Wiedersehen.